Boah, egal wie dieser Podcast wird, das war das beste Intro, was wir jemals gemacht haben. Oh ja. Ich glaube, ich lade das als Special hoch. Ich cutte das ASMR raus, Special. Die 15 Sekunden ASMR Special. Ja. Okay. Podcast Nummer 36, 3 Wochen Pause. Ungewollt. Waren das 3 Wochen? Ja, 3 Wochen. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ungewollt. Es hat einfach nicht gepasst. Wir haben das schon mal gesagt, beide berufstätig. Flo hat ein paar Prüfungen anstehen, ich hatte ein paar Prüfungen anstehen. Ja. Dann kommt noch der Schichtdienst. Es hat einfach nicht gepasst. Ich habe noch keinen Bock, komm auch noch dazu. Vor allen Dingen bei den Themen, die im Moment anstehen. Ich glaube, ich bin so heiß auf diesen Podcast. Find's aber auch ganz gut, dass wir ein bisschen Pause hatten, ein bisschen Abstand gewinnen können. Ich glaube, vor allen Dingen mir tat das gut, weil ich ja dazu neige, schnell zu ragen in manchen Momenten. Gar nicht. Ich werde auch heute ragen, den Spoiler kann ich schon mal raushauen. Okay. Aber... Ich wüsste gar nicht, worüber. Vielleicht ja über das Wetter. lass uns ganz in Ruhe erstmal ein bisschen reinkommen wieder. Ja. Song der Woche, Fail der Woche, Highlight der Woche. Und dann einfach mal gucken, was passiert. Ihr dürft natürlich wie immer raten, was... Snackt Flo gerade. Womit hat er euch ASMR-technisch verwöhnt? Ja, man, lass uns anfangen mit dem Song der Woche. Ja. Ich konnte mich nicht für einen entscheiden. Einfach aus dem Grund, weil wir jetzt auch 3 Wochen keinen Podcast hatten. Ja. Lass uns aber mal anfangen. Ich hatte ja getippt, was dein Song der Woche werden könnte. Ja. Und du hast gesagt, du willst dazu irgendwas loswerden. Ach so, ja. Also findest du den geilen Song? Es ist übrigens Light the Torch... Wilting ja, genau in the so, Light, ja, verlinken wir gleich. Findest du den gut? Ich bin ja nicht so der größte Light the Torch-Fan. Nee, ich auch nicht. Aber also, den fand ich gut von denen. Echt, ich fand den katastrophal. Echt? Voll schlimm. Das war gefühlt, der Anfang ist wie Holy Diver, nur ein bisschen umgedreht. Mhm. So vom, also da waren so viele Elemente drin, die eigentlich geklaut waren. Ja. Und deswegen ist das für mich eher so ein... Also ja, es klingt ganz gut, aber es ist halt einfach geklaut. Das ist deswegen, halt das... Deswegen kann ich diesen Song einfach nicht so... Weil ich habe dauernd, wenn ich den Song habe, ich andere Songs im Kopf. Und das kann nicht so ein Zweck von einem Song sein, weißt du? Ja, also so. Für mich ist auch Torch the Light... Ach, Light the Light. Light the Torch. Natürlich kann man das immer gut hören, weil Howard Jones, damit machst du nie irgendwas falsch. Ja. Aber die Band hat mich nie so richtig abgeholt. Nee. Und der Song, der ist cool, so wenn der im Hintergrund läuft, aber mehr ist es halt auch nicht. Deswegen wird er niemals so mein Song der Woche werden. Aber ich dachte mir, weil manchmal bleibst du auf so Sachen hängen. Da dachte ich, es könnte sein. Das ist tatsächlich der erste Song von denen, den ich echt nicht gut finde. Und ich dachte, es kippt genau in die andere Richtung. Ja, guck mal, wie spannend. Ja. Aber da sind wir uns genau einig. Qualitativ so kann man nicht meckern, aber da höre ich mir andere Sachen an. Ja. Finde ich spannend. Ja, guck mal. Hast du einen neuen Caliban-Song gehört? Da war doch irgendwie einer. Oder hatten wir den zusammen schon besprochen? Dieses nicht. Mhm. Ich kann dir genau so viel über den Song verraten. Ich habe den gehört, ich kann mich komplett nicht dran erinnern. Und ich denke, das ist die fairste Bewertung, die ich dazu machen kann. Ja, ich habe auch mal reingehört, kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Ja. Also in dem Sinne... Ich habe ihn nicht schlecht in Erinnerung, ich habe ihn gar nicht in Erinnerung. Und das beschreibt eigentlich die Entwicklung, die Caliban für mich genommen hat in den letzten Jahren. Perfekt. Es ist so, ich beschwere mich nicht, wenn das irgendwo an ist, aber ich würde niemals jetzt, egal wo im Alltag, ob ich Sport mache, ob ich im Auto fahre, würde ich mir Caliban im Moment anmachen. Nee, das ist auch irgendwie so. Aber dein Song der Woche, das ist Hyper. Eskimo Corba hat jetzt so eine EP rausgebracht, ich glaube mit 10 Alternativversionen zu Hyper. Oder bringen die raus, ich weiß nicht, ob die schon draußen ist. Unter anderem mit Boss Hoss, mit jetzt mein Song, das ist von Saltatio Mortis. Aber wie findest du? Das ist nämlich jetzt mein Ding, deswegen habe ich die Frage an dich, warum das dein Song der Woche ist, weil ich finde es super cool, diese Grundidee, diesen Song, ich meine, klar, die wollen die Kuh jetzt auch melken, ja, ne? Ist ja, ja okay. Finde ich aber kreativ, dass sie sich da auch so ranwagen und das auch ausleben. Ich glaube, die machen das ja sogar mit Finch Asozial, also mit irgendeinem Rapper auf jeden Fall noch dabei. 257er, genau. Und was ich jetzt aber nicht verstehe, ist, ich finde dieses Gesamtprojekt geil. Ich finde die Version aber nicht besser als das Original. Deswegen ist mir nicht ganz klar, warum du das als Song also der Woche Hyper ist da gefühlt im Moment so der geilste Song von denen irgendwie so. Ich fühle den auch. Ich finde, der ist mega geil einfach, ne? Und ich finde das einfach so,
normalerweise den Unterschied zwischen den Bands Eskimo Callboy und Saltatio Mortis, die machen ja komplett verschiedene Sachen. Ja. Und da Saltatio Mortis sich jetzt an so einen Song gewagt hat, irgendwie, ich fand das irgendwie geil. Natürlich ist er nicht besser als das Original, aber ich finde, das muss er auch irgendwie nicht sein. Sondern ich finde, die haben den Song halt perfekt in ihrer Version umgesetzt. Ja. In Verbindung zu dem Video, da steht ja immer Versus, ja, wo dann die Sänger irgendwie halt in ihrer Hyper-Hyper-Kluft, ja, so mit auftreten. Ja. Und zum Schluss dann der Sänger von Saltatio Mortis genauso ein Outfit anhat. Ich weiß, ich habe es gestern erst gehört. Mega abgeholt, fand ich geil. Ja, cool. Also und auch mit dem Dudelsack und so und diese etwas altertümlicheren Instrumente. Und dann, wenn man das Original, ich find's geil. Ja. Also, hat mich mega. Mich holt das tatsächlich so ein bisschen raus, weil die gehen ja die Melodien teilweise anders an. Da ist zum Beispiel meine Lieblingsstelle in dem Song, die betonen die komplett anders. Und ja, kennst du das, wenn man dann so innerlich mitsingen will und dann passiert aber in dem Song was anderes? Deswegen vibe ich da nicht so krass mit. Okay. Also ich habe übelst Respekt vor dem, vor dem Projekt und ich finde es auch so geil, dass man diesen gleichen Song in so vielen verschiedenen Varianten hören kann, aber es ist nicht meins. Ne? Ist nicht meins. Also ich finde es super geil und ich habe auch die Sachen, die bis jetzt draußen sind, mir alle reingehört. Mhm. Wie gesagt, ich finde es super cool. Die sollen von mir aus auch diese Kuh melken, haben sie sich absolut verdient, aber ja, ich meine, für mich bleibt es das Original. Die haben ja nicht so viel zu tun im Moment und haben so ein Projekt zu starten, finde ich geil. Ne? Auch mit vielen bekannten Künstlern. Der Bosshaus sind natürlich schon bekannt, 257 auch. Ja. Wer war denn noch? Ich weiß nicht. Können wir mal gucken. Mhm. Guck mal. So, und deine Songs der Woche? Es sind leider 3 geworden. Ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Ja. Ne? Ich kann mich wirklich nie entscheiden. Der eine war ein Klassiker, Elton John, ne? Ja, I'm Still Standing, Elton John. Ja, ja. Das ist im Moment so mein Song. Ich weiß nicht, ob du so Momente kennst. Ich bin ja im Moment noch, ich wohne zwar in meiner Wohnung jetzt, aber ich bin immer noch so ein bisschen am Rödeln. Ne? So, du suchst halt so für alles jetzt so deinen Platz. Ach, wohnst du schon komplett jetzt? Ja, ja. Geil. Aber du hast zum Beispiel so Kleinigkeiten. Ja, wie? Das ist ja so Kleinigkeiten, so du stellst die Kaffeedose erst oben links in den Schrank und dann stellst du die doch in einen anderen Schrank und dann stellst du die Kaffeemaschine hier und dann stellst du die doch da hin. Und bei diesem Rumrödeln habe ich mir einfach Kopfhörer aufgesetzt, Scheiße. Elton John, I'm Still Standing auf Repeat und dann gib ihm. Ne? Ich weiß, dieser Song ist so... Ja, der motiviert so, ne? Ich finde den einfach geil. Fand ich auch schon immer, aber jetzt gerade höre ich den einfach extrem, extrem. Und der andere Song... Keanu Silva, Do or Die, habe ich das erste Mal gehört und mochte den nicht. Und dann habe ich den aber beim Training gehört. Und der ist im Moment mein absoluter Trainingslieblingssong, weil ich habe oft das Problem, ich höre zum Beispiel auch beim Joggen gar keine Musik mehr. Mhm. Weil du kennst das ja auch, dadurch, dass wir so extreme Musikfanatiker sind, ich konzentriere mich dann manchmal zu viel auf den Song. Und dann komme ich aus dem Rhythmus, kriege ich manchmal sogar Seitenstich, obwohl ich eigentlich ein guter Läufer bin. Lass ich ganz sein. Und beim Training ist es manchmal auch so, dass mich, wenn der Song nicht ganz passt, dann stresst mich das eher. Und wenn er zu ruhig ist, dann pusht mich das nicht. Ja, und dieser Song ist gerade so der perfekte Mix für mich. Ja. So aus, treibt ein bisschen, aber nicht zu viel. Motiviert mich aber bis zu einem Level, wo mir nicht langweilig wird. Mhm. Und ey, Leute, wenn ihr irgendwas sucht, der dauert auch nur 2,5 Minuten, probiert's aus, kann ich nur empfehlen. Das ist chillig, also ja, kann man sich gut anhören. Das ist so ein ganz entspannter Hintergrund-Vibe, der auch nicht mehr ausrastet, ne? Also, nee. Du hast das ja manchmal, also ich habe das ganz oft, dass ich so 1-2 Songs höre von Bands und eigentlich warte ich im Training nur auf den Breakdown. Mhm. Und dann mache ich meine Pausen manchmal deswegen zu lang oder bin da an meinem Handy am Rumscrollen und dann bist du wieder abgelenkt. Ja, und der Song einfach, der ist an und dann ziehe ich durch. Bis der aus ist, geil, dankeschön, haltet alle die Schnauze, hier ist noch ein bisschen Glitzer für euer Leben. So. Das Problem habe ich auch, wenn ich, also früher war ich ja ganz wenige Male trainieren. Wir waren mal eine Zeit lang relativ oft zusammen sogar. Und ich hatte, wenn ich dann alleine war, ich hatte immer das Problem, einen Song zu finden, den ich gerade so hören kann. Ich war dann irgendwie gefühlt, immer weitermachen, den fühle ich gar nicht, weiter. Genau. Ja, kenne ich. Und deswegen bin ich so dankbar für diesen Song. Weil der geht gerade immer. Der ist nicht zu lang, der ist nicht zu kurz, der knallt nicht zu krass, der knallt nicht zu wenig. Spra. Geil. Okay, Mann. Ja. Viele brisante Themen haben wir zu besprechen. Komm, ich will das hinter mich bringen. Ich habe erst gedacht, wir nennen unseren Fail der Woche jetzt Schalke der Woche. Ja.
Aber der Vergleich kommt, ist mir ein Tacken zu ernst, deswegen... Sollen wir das halt direkt dann erstmal als erstes besprechen? Ich würde das gerne loswerden, weil dann kommt so ein bisschen das Highlight danach und dann wird es vielleicht ein bisschen cooler wieder, aber ich habe dir ja auch schon geschrieben oder Sprachnachricht gemacht, ob wir da überhaupt drüber reden sollen. Mhm. Ich will das ja auch nicht ausschlachten, aber ich kann das auch nicht unerwähnt lassen. Mhm. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich nicht weiß, wovon ich schockierter bzw. enttäuschter bin. Und zwar geht es um Christoph Metzelder. Mhm. Oder Metzelder, wie auch immer man den Nachnamen betont. Ich glaube, das hat jeder so grob mitbekommen, was da los war. Es ging um den Besitz von kinderpornografischen Inhalten. Ja, nicht nur den Besitz, ne? Und das Weiterleiten und das Verbreiten. Ja. So, darüber können wir gleich nochmal reden, aber ich denke, das ist klar. Also da muss man jetzt nicht irgendwie großartig irgendwie ein moralisches Grundverständnis haben. Mhm. Das ist mit das Letzte, was man überhaupt machen kann. Und ich habe auch schon mit vielen Leuten darüber geredet und ich bin ja immer eher jemand, ich versuche immer erstmal für jemanden zu sein. Mhm. Und gerade in der Welt, in der wir leben, ich glaube, das kennt jeder von sich, du suchst irgendwas im Internet und du klickst auf irgendwas und auf einmal wird dir irgendeine Scheiße runtergezogen oder irgendwas. Mhm. So, ich hatte das selber mal, true story, ein Kumpel hat mir mal, ich kann mich ja hier so offen sagen, das ist ewig her, hat mir mal einen Online-Tittenkalender geschickt. Da war ich 16 oder so. Mhm. So, keiner kannte sich mit Internet aus. Mhm. Ich so, boah, cool. So ein Adventskalender war das. Ne? Und hinter jedem Türchen war irgendwie eine Titte oder so. Ne? Also, keine Ahnung. Ne? So, dann klicke ich da drauf. Und bei der 24 war dann, oh, großer Gewinn. Ich drücke zweimal auf Ja. Butz. War natürlich ein Fake. Wusste ich damals nicht. Auf einmal stand da, ich hätte für 430 Euro irgendwas gekauft. Mhm. Und dann saß ich da mit 16. Und dann musste ich das meinen Eltern erzählen. Mir ging es so scheiße dabei. Ich meine, ne, im Nachhinein stellt sich raus, war ein Fake, die hatten ja auch gar keine Daten von mir. Aber so, das ist immer so mein Beispiel für, das kann jedem mal passieren, aber wenn ich so viele Dateien habe und die auch noch bewusst weiterleite, das ist kein Versehen. Und was mich auch schockiert, ist, dass er selber so sagt, ja, er ist so enttäuscht und schockiert von sich selbst, wo ich mir denke, so, what? Also, ich glaube, jeder hat in seinem Leben schon mal Scheiße gebaut. Ne? Aber das sind so Dinge. Aber was mich dann, zumindest vielleicht, weil es aktueller ist, noch mehr schockt, ist, dass er so eine Art halbes Geständnis abgibt und als Strafe 10 Monate auf Bewährung bekommt. Da muss man kann ja vielleicht, Uli Hoeneß hat nur, also in Anführungszeichen nur, Steuern hinterzogen. Natürlich richtig, richtig viel, klar. Aber auf der einen Seite rede ich aber von Papier und auf der anderen Seite rede ich von Kindern. Und der musste, wie lange war der? Gut, da war das Urteil natürlich auch so ein bisschen, wo man geschmunzelt hat und so. Und jeder Normalsterbliche wäre wahrscheinlich für die dreifache Zeit. Wir beide, wir würden nie wieder Tageslicht sehen. Ja. Aber er muss halt richtig ins Gefängnis. Und ich finde 10 Monate auf Bewährung dafür. Auf Bewährung? Der geht da jetzt raus und sagt, okay, dann gehe ich jetzt erstmal mit meiner Maske morgen in den Supermarkt. Ja, man muss aber dazu sagen, ja, also das soll jetzt irgendwie nicht blöd klingen, aber das waren ja nicht nur irgendwie Bilder, weiß ich nicht, wo ein Kleinkind auf dem Spielplatz irgendwie sich bückt und das Kleid hochrutscht. So, das ist ja schon schlimm. Das waren halt wirklich, es waren Vergewaltigungsszenen. So, ich finde, das ist nochmal, also... Richtig. Und ich verstehe es, ich will gar nicht jetzt viel über Christoph Metzelder reden oder so. Ich finde es einfach immer noch so erschreckend, dass Menschen das machen können und die Strafe sind 10 Monate Bewährung. Der geht jetzt einfach nach Hause. Ja. Ich meine, natürlich kannst du jetzt sagen, sein Ruf ist für immer zerstört. Ja, aber was erwartest du auch, wenn du aber so machst? Aber der hat noch Kohle wahrscheinlich, wenn er nicht komplett dumm war. Ja, setzt sich jetzt ins Ausland ab, wo den keiner kennt. Und in 10 Jahren erinnert sich da keiner mehr dran, oder? Ja, der wird auswandern. Der geht jetzt nach Amerika. Ungarn kennt ihn keiner. Der geht nach Spanien. Spanien kennt man ihn. Und ich verstehe es nicht. Ich kann da auch gar keine große Meinung in dem Sinne zu abgeben, weil da müssen andere drüber richten, aber... Also dass wir immer noch in einem Sozialstaat leben, wo sowas ein normales Strafmaß sein soll. Ich finde das krass. Ich finde halt auch so, einfach so dass er sich so versucht, so als ein bisschen das Opfer darzustellen, finde ich, ist halt überhaupt nicht gerechtfertigt so in der Situation.
Und dass er dann auch so sagt, ja, er hat sich mit sich auseinandergesetzt, ne, und hat keine pädophile Neigung, ne, und versteht sich selber nicht und so. Boah, ey, also... Ich muss, weil du gerade sagst, pädophile Neigung, ich will jetzt auch gar nicht zu lange darüber reden, unser Podcast hat ja eigentlich andere Themen, aber das ist auch so eine Grundsatzdiskussion, die ich schon oft mit Leuten hatte, und ich verstehe auch, dass das ein ganz sensibles Thema ist, aber ich zum Beispiel, ich bin ein Mensch, ich habe ganz, ganz viel Respekt vor Leuten, weil ich sag mal, wenn du pädophile Veranlagung hast, das suchst du dir ja nicht aus. Nein, nein, das stimmt. Genauso wie jeder hat irgendwie unterschiedliche sexuelle Vorlieben, auch das suchst du dir nicht aus. Du wächst heran in deinem Körper und irgendwann probierst du was aus und merkst, oh, das mag ich nicht. Und es gab mal einen Fall von einem Typen, also es gibt es häufiger, aber der Fall war, ist bekannter geworden, von jemandem, der sich quasi, bevor was passiert ist, selber gestellt hat und gesagt hat, ich merke, dass ich mich zu Kindern hingezogen fühle und ich kann das noch unterdrücken, aber ich merke, dass das stärker wird in mir. Bitte sperrt mich ein. Und ich habe so einen krassen Respekt vor diesen Leuten, weil du nimmst ja alles, was dich quasi glücklich machen würde, auch wenn das völlig krank ist, klar, aber du nimmst alles, wofür du ja irgendwo nichts kannst, was dich selber glücklich machen würde und sagst, ey, das darf nicht passieren, sperrt mich ein. Du wirfst dein eigenes Leben zu einem ganz großen Teil weg. Da habe ich so Respekt vor. Und jetzt ging es ja aber bei Christoph Metzelder dann auch einmal darum, dass er wohl eine Schizophrenie entwickelt hätte. So, und echt? Weiß ich gar nicht. Das hat sich wohl auch nicht bestätigt, aber weißt du, so auf einmal wieder hier auf die Psychoschiene aufspringen. Ja, natürlich. Ah, und dann der arme Christoph Metzelder. Der kann da nichts führen. Der konnte da gar nichts führen. Der ist da so reingerutscht. Ey, ich kann da auch gar nicht so richtig. Und ich finde auch die Tatsache, also er hatte ja nicht nur die Bilder. Ne? Also ich meine, es ist schrecklich genug, dass er die ganzen Sachen auf dem Handy hatte, so. Aber dass er die dann noch verschickt hat, so, und da noch Sachen zugeschrieben hat, das ist für mich eigentlich. Weil das meine ich ja, wenn ich jetzt auf, keine Ahnung, sagen wir mal, ich will Unterwäsche kaufen und du googelst da so ganz dumm aus Versehen Sachen zusammen und dann kommst du auf irgendeine Seite und klickst dann da drauf und wenn du wirklich viel Pech hast, dann lädt dein Handy irgendwas runter, weil du dir irgendwas nicht richtig durchgelesen hast. Das kann wirklich passieren, aber in dem Moment, wo ich was aktiv verschicke, also, er war ja auch wohl in so Chats unterwegs und hat dann Screenshots davon gemacht. Also für mich klang das auch so, als ob er sich dann da mit anderen ausgetauscht hat. Und das ist für mich jetzt nicht so, dass man das mal eben... Ja, mir kommen gleich meine Nachos hoch hier. Also Scheiße, soll ich verraten? Was ich ist okay, Mann. Wer es bis dahin nicht hatte, aber mit welchem Dip... Nein, also viel mehr kann man zu dem Thema auch nicht sagen. Ich finde es nur erschreckend. Ich hoffe einfach, dass sich da irgendwann was ändert, weil... Ich finde es so schrecklich. Ich meine, klar, das macht jetzt die Tat natürlich auch nicht rückgängig, wenn er dafür 10 Jahre in den Knast kommt oder so, aber dass man irgendwie so ein Statement setzt, damit die Leute vielleicht so einen Schritt mehr sehen, ich muss mich damit auseinandersetzen, wenn ich diese Neigung habe. Da muss ich auch tatsächlich dann nochmal Oliver Pocher erwähnen, der sich sehr dafür einsetzt, dass im Prinzip generell diese ganzen Influencer und YouTuber und keine Ahnung was halt ihre Kinder nicht so ins Netz stellen, weil er genau sagt, ey Leute, ne, ihr schafft damit so die Grundlage für solche Leute, die das dann abfotografieren, in Foren schicken. Es gab Foren, hat er erzählt, da werden dann die Kinder bewertet. Also ganz abartige Scheiße. Ne? Und der setzt sich dafür ein, dass halt die Kinder nicht. Also perfektes Beispiel, ist genau richtig, dass du es ansprichst. Ja. Genau das Gesprächsthema hatte ich letztens noch mit einer Patientin von mir, weil die hatten das auch, die waren auf dem Geburtstag, das heißt eingeladen, die haben halt zusammen was verschenkt, du kannst dich ja nicht mit vielen Leuten treffen. Ja. Und da haben die Eltern, also das Kind hatte irgendwie Geburtstag, 6 geworden oder so, hat ein Fotobuch bekommen und die Mutter hat das durchgeblättert und meinte, wo habt ihr denn die Fotos her? Und die meinten so, ja, das sind Fotos, die du bei Facebook postest von deinen Kindern, ne? Und das war jetzt nichts Schlimmes, das war im Freundeskreis, aber das zeigt ja eigentlich perfekt so, die Mutter geht das so durch und denkt so, ey, das sind total private Fotos, wo habt ihr die denn her? Hier, das ist bei uns im Hintergarten, da war doch gar keiner da. Und ich glaube, weil Social Media mittlerweile so natürlich ist für viele, begreift man gar nicht. Ich habe zum Beispiel auch damals bei einer Ex-Freundin von mir, war das, kann ja auch jeder mit sich machen, was er will, aber so, du kannst ja, ich weiß nicht, wie es bei Instagram ist, damit kenne ich mich nicht aus, aber bei Facebook
auch da weiß ich nicht, ob das heute noch geht, aber damals war das halt so, wenn du ein Profilbild hattest, dann gehe ich Maus, Rechtsklick, Bild speichern unter, ja. Desktop, ja, und dann habe ich das. Ja, ja. Dann habe ich ihr auch gesagt, ich so, ey, wenn du da ein Bild von dem Bikini hochladen willst, dann mach das, aber bist du dir bewusst, dass jeder, dann das Profil war offen, dass ja. jeder x-beliebige aus ja. überall aus der Welt ja. kann da drauf gehen, Rechtsklick, und ich meine jetzt nicht, dass der da zu Hause sitzt und sich anjiggert, sondern der kann mit diesem Foto machen, was der will. Klar. Da ist kein Schutz drauf, nichts. Ja. Und das, finde ich, ist so ja. gefährlich, weil du hast überhaupt keine ja, Kontrolle mehr. Weißt du, die gar nicht mehr. Die posten ihre Kinder in der Badewanne am Strand, wo die halt nur ne, Badesachen anhaben, und die haben öffentliche Profile. Teilweise haben die Kinder sogar selbst Profile, ja. wo die noch nicht mal was hochladen ja. können. Und jeder kann diese Bilder speichern, wie er will. Ich finde das dass so man, toll. Dass man Bilder von seinen... Also ich finde generell, Kinder gehören nicht ins Internet. Wenn ich jetzt ja. ein Kind hätte, ich würde ein Bild machen bei WhatsApp, das dann meinen Freund schicken. Genau. Das ist okay noch. So, genau. Ja? Aber ich persönlich finde das selbst ich würde bei WhatsApp in die Story nicht mein Kind packen. Ja. Weil... Ja. Genau. Du hast in deinen Kontakten halt nur Leute, die du kennst. Aber ja, aber das sind ja auch Arbeitskollegen. Ja, richtig, so, richtig. So Leute, die ich ja, zwar eben, mag, aber eben, die nichts eben. Mit meinem Kind zu tun ja, haben. Ja, eben. Und aber das finde ich ganz vielleicht, um das zum Abschluss zu bringen, ich finde das richtig toll, dass du das angesprochen hast, weil ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich will dieses Thema ansprechen. Ich weiß aber nicht so richtig, mit welcher Message ich da rausgehen soll. Und das ist vielleicht so der perfekte ja. Punkt, um das rund zu machen. Leute, passt auf, was ihr von euren Kindern ins Netz stellt. Ja. Oder auch von euch selbst. Scheißegal, ja. aber seid euch dieser Kettenreaktion, die ihr eventuell auslösen könnt, bewusst. Dass es, ich sag mal, kranke Menschen gibt, die mir auch irgendwo leid tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist normal, aber das Internet gibt uns halt auch viel, viel mehr Zugang zu solchen Dingen. Natürlich. Ey, nee, muss ich sagen, perfekt, echt so geil, ja. dass du das so angesprochen hast. Ja, hast du noch irgendwie ein Fail der Woche? Ich finde es immer schwierig, nach so einem Thema dann noch irgendwie was. Ich wollte auch, ich hatte da erst stehen, weil ich war beim Kieferorthopäden und meine Spange tut mir übelst weh, aber. Das sind so Sachen, ich finde, die sind dann, nachdem man sowas besprochen hat, will ich mich hier jetzt nicht hinstellen und über meine Zähne heulen, weißt du so. Also ich hoffe, dass Christoph Merzell da beim Spülen die Ärmel runter rutschen und er in der Dusche ausrutscht oder irgendwie. Also ich wünsche ihm irgendwas Schlechtes. Ja, das geht gar nicht. Willst du noch ein Fail loswerden oder kommen wir zu den Highlights? Dass wir so ein bisschen, was Positives ich, bringen, mein ja, Lieber. Ein Highlight. Boah. Ja, hau du mal raus, ich muss kurz überlegen. Hey, mein Highlight ist, ich weiß nicht, ob es an dem Wetter liegt momentan, aber boah, ich bin so krass im Modus im Moment, ne? Ich ziehe so krass durch im Moment, ich liebe das. Also, mein Körper fühlt sich unstoppable im Moment, Junge. Ich stehe auf, ist mir egal, ob ich Muskelkater habe, ist mir egal, ob mir was wehtut, ist egal, ob ich Bock habe zu joggen, ist mir egal, ob ich Bock habe zu trainieren. Ich raste so aus im Moment, ne? Und ich meine jetzt nicht, dass ich irgendwie aussehe wie überkrass Boy oder so, das ist mir scheißegal, aber, boah, weißt du, so ich stehe auf, es geht ab, ich lege mich ins Bett, boah, geil, 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 jeden Tag rocke ich im Moment, ich weiß nicht, wo das herkommt, Junge. Ich raste einfach nur aus, das fühlt sich so geil an, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Sonne endlich mal wieder so ein bisschen kommt, ne? Mucke läuft. Ich fühle mich einfach so krass. Ich habe wieder so ein paar Ziele, die ich mir setze. Geil. Und ich kann das gar nicht so richtig so in einem Wort zusammenfassen, so als Highlight, aber boah. Ja, geil. Weißt du so, ich mag das im Moment, weil es mir auch scheißegal ja, ist, wenn andere meinen, so Corona, ja, mir geht so ja schlecht. So, nein, Mann. Das ist ja bei dir so ein neuer Lebensabschnitt. Da hast du deine eigene Bude wieder, ne? Du richtest dich ein, du orientierst dich. Das ist immer irgendwie, ich finde, also nicht, dass man ständig umziehen sollte und eigentlich eine Wohnung einrichten sollte, aber wenn du halt irgendwann dann so deine Wohnung hast, deine Sachen drin hast so und die ersten Wochen so, ja, Junge, das ist so ein geiles Gefühl. Auch der einfach. Ganze Scheiß, den ich weggeschmissen habe, ja, ne? Ja, das sind so Sachen, rein. Das ja. ist jetzt auch tatsächlich der erste Umzug in meinem Leben. Ich bin bis jetzt immer, wenn ich umgezogen bin, waren das zwar eigene Wohnungen, aber... Ich hatte immer noch Sachen in meinem alten Kinderzimmer bei meinen Eltern, auf dem Dachboden, im Keller bei meinen Eltern, im Keller bei meinem Opa. So, und jetzt habe ich wirklich, da ist nichts mehr. Nichts mehr. Bei meinen Eltern am Dachboden ist noch eine Kiste mit Spielsachen. Und ich habe trotzdem noch so viel Mist gehabt, ne? Und
das sind jetzt noch Sachen, wo ich dabei bin, auszusortieren. Das wird auch sicherlich noch ein, zwei Monate dauern, bis da alles weg ist, weil kennst du das so? Manche Sachen weißt du eigentlich, dass du die nicht mehr brauchst, aber da ist irgendwo so emotional was dran, dass du weißt, ich werde das wegschmeißen, aber das wird noch eine Woche dauern. Ja, ich muss mich davon erst emotional lösen. Also es wird noch ein bisschen dauern, aber einfach so. Genieß die Zeit, Junge. Ich baller. Genieß es. Ich baller. Ja, genieß es. Ja, geil. Ich baller. Ja, geil. Nee, ich habe gar kein Highlight. Doch. Ah. Nein, ich lasse dich hier nicht ohne Highlight raus. Highlight. Du hast irgendein Highlight. Du hast was. Nee. Doch. Irgendwas hast du. Habe ich was? Irgendwas hast du bestimmt. Nee. Irgendein Highlight. Nee. Ich überlege, vielleicht zum Ende des Streams habe ich. Ich bin mir sicher, da kommt was. Da habe ich was. Bestimmt. Apropos Highlight. Es gibt einen Verein, der nicht so viele Highlights hat. Hey Mann, ganz kurzer Funfact, den ich noch loswerden will. Natürlich geht's jetzt um Schalke. Mhm. Wir konnten den Podcast ja, ich weiß gar nicht mehr, woran es da vorlag, aber letzte Woche ging es ja nicht, weil du leider keine Zeit hattest. Und ich habe überlegt, ob ich einen Podcast aufnehme und als Stargast in Anführungsstrichen meinen Vater reinhole. Weil der ist in Gelsenkirchen geboren. Der ist Schalke-Fan, seit er sich irgendwie in eine Buchse pinkelt. Mhm. Und ich habe ihn gefragt, ich so, hättest du nicht Bock? Du brauchst auch gar nicht den ganzen Podcast machen. Ich kann da drum und rum reden, aber so dein Statement würde mich mal richtig interessieren für Schalke. Mhm. Und wir haben es leider zeitlich nicht hinbekommen. Mhm. Und aber das hätte ich cool gefunden. Was sagt denn mein Vater dazu? Würde mich mal interessieren. Du hast schon bestimmt mit ihm drüber geredet, ne? Tatsächlich nicht so viel, weil sonst hätte ich auch den Podcast aufgenommen. Wir sind leider zeitlich nicht dazu gekommen. Ich bin morgen mit ihm verabredet. Ja, dann werden wir länger, bin ich mal sehr gespannt. Werden wir länger quatschen. Ich werde auch berichten. Ja, dann lass doch mal den ganzen Abstieg nochmal so ein bisschen so rekapitulieren. Lass uns anfangen. Ich habe mir so eine kleine Chronologie vorbereitet. Ja. Lass uns nochmal mit dem Spiel anfangen. Genau. Bielefeld-Schalke, 1:0 für Bielefeld. Hast du es gesehen? Nein. Ich hab's mir angeguckt. Ich hab's im Live-Ticker, hab ich's. Ich hab's mir angeguckt und mir sind die ganze Zeit zwei Dinge durch den Kopf gegangen. Oder zweieinhalb. Die eine war, wow, die haben keine einzige richtige Torchance. Ich glaube, in der 89. Minute war Kolasinac, der ihm geknallt hat. Ja, genau. Da dachte ich mir, es geht ja, natürlich steigen die ab. Ob jetzt diese Woche oder danach die Woche, wäre jetzt erstmal egal gewesen. Aber dass man sich nicht nochmal selber sagt, okay, wenn wir schon absteigen, dann lass uns wenigstens nochmal so zeigen, dass wir hier kämpfen. Da war nichts. Ne? Gar nichts. Und das Zweite, was ich mir dachte, was natürlich auf dem Gedanken ruht, ist, das ist der würdigste Absteiger, an den ich mich erinnern kann. Das Gleiche habe ich heute auch, ich mal da auch überlegt. Ich glaube, es gab wenige Absteiger, die es mehr verdient hätten. Also irgendwann gab es von Paderborn, glaube ich, vor 2 Jahren. Ja, aber die haben gekämpft. So. Ja, die und haben. Ja, war klar, die steigen ab. Und da habe ich ja in der Zeit, habe ich ja sogar in Paderborn gewohnt. Aber du hattest bei jedem Spiel, dachtest du, okay, okay, natürlich haben wir gerade gegen Bayern verloren, aber die haben Gas gegeben. Und Schalke habe ich mir angeguckt gegen Bielefeld und ich dachte mir, wow, das ist unglaublich. Und da gab es ja jetzt so ein paar Statistiken. Schalke ist der Verein, der am längsten auf dem 18. Tabellenplatz war. Schalke ist der Absteiger, der am frühesten abgestiegen ist. Vor allen Dingen, es gibt ja noch die Relegation. Und trotzdem sind die schon weg. Und dann kam ja jetzt dieses Interview noch mit Serda. Das ist ja so ein bisschen gefaked worden. Das ist ja schon irgendwie einen Monat alt. Echt? Und das wurde dann so dargestellt, als wäre das... Bei der Champions League oder genau, was? Genau. Wo ich mir dann denke... Also, sorry, ne, aber entweder, ich versuche jetzt nicht zu ragen, es ist schon ein bisschen Zeit vergangen, aber tief durchatmen. Entweder ich bin einfach nur scheiße und kann nicht Champions League spielen, ja, oder Herr Suazerda, du kleiner Wichser, wenn du Champions League spielen willst, dann solltest du das auch können und dann frage ich mich, warum du gegen Bielefeld deinen Arsch nicht hochkriegst oder gegen irgendeinen anderen. Ich muss ja sagen, Serda, der hat gute Qualitäten, aber der ist für mich... Ja, aber wo sind die denn? Pass auf. Der ist für mich so ein Spieler wie Özil, weißt du? Denkt, er ist der größte Gott, aber ruft vielleicht in einem von 20 Spielen seine Qualität ab. Und erwartet, dass er bei Real Madrid spielt. Und das verstehe ich ja dann auch nicht, weil, ey, das ist eine Söldnertruppe. Und wenn die Schalke nicht interessiert, dann ist es so. Ja. Aber ich denke mir doch dann wenigstens so aus businesstechnischen Gründen... Dann reiße ich mir doch jetzt wenigstens gegen Bielefeld den Arsch auf, damit mich vielleicht irgendeine andere Mannschaft verpflichten will.
Also, so, ja, so verstehe ich das. Ja, soweit die denken so weit halt nicht, weil die dafür halt dann teilweise irgendwie halt so dumm sind. Ne? Dann dachte ich mir noch, da hat sich für mich so ein Kreis geschlossen. Ich habe ja mal mit Bielefeld auch zusammengearbeitet. Unter anderem auch mit Klos, der das Tor geschossen hat gegen Schalke. Und ich mochte den nie. Also als Spieler finde ich den krass, als Menschen war das jetzt nicht so mein Typ, aber das spielt ja auch keine Rolle. Aber da dachte ich so, wow. Und der schießt das Tor, das Schalke in die zweite Liga endgültig bringt. Ja. Da hat sich für mich auch so ein kleiner privater Kreis irgendwie geschlossen, aber wow. Ich kann ja mal kurz aufschreiben, was ich hier vorlesen, was ich hier aufgeschrieben habe, weil das, ich habe geschrieben, verpisst euch alle, Ausrufezeichen. Ihr seid so realitätsfern, Ausrufezeichen. Ihr seid so mut- und ideenlos. Und für mich ganz knapp auf den Punkt gebracht, unfähige Funktionäre plus lustlose Söldner bedeutet Abstieg. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich hat auch der Abpfiff gezeigt, wir haben, also für mich, da nehmen jetzt andere Leute vielleicht noch ein, zwei Leute rein, für mich haben wir genau zwei Schalker noch. Zwei Schalker. Und das sind Timo Becker und Gerald Asamoah. Bei jedem anderen, auch Klaas-Jan Huntela, ey, ich finde super, dass der zurückgekommen ist, super, ne? Aber wenn du dir die Spiele angeguckt hast nach Abpfiff, das sah aus wie nach jedem anderen Spiel. Natürlich. Die haben sich eine Wasserflasche geholt, getrunken, dann sind die rausgegangen. Das war völlig emotionslos. Das hat die einen Scheiß interessiert. Ja. Gerald Asamoah, das Interview hast du sicherlich gesehen. Sehr ergreifend. Und vielleicht noch bezeichnender, Timo Becker sitzt auf der Schalker Bank, heult sich die Seele aus und hab erstmal Respekt, dass er die Eier hatte, da einfach sitzen zu bleiben und zu heulen wie ein Schlosshund. Finde ich super. Lass es einfach raus. Mhm. Und der Einzige, der kam, um den zu trösten, war der Trainer von Bielefeld. Ja. Und daran siehst du, da ist gar nichts mit Team. Ja. Gar nichts. Selbst wenn es mich selber, weil ich ein Söldner bin wie Suat Serdar, nicht interessiert, dass ich gerade abgestiegen bin, ey, da sitzt mein Mannschaftskollege, das ist ein Teamsport, nimm den doch fucking nochmal in den Arm oder sonst irgendwas. Das war für mich das Bezeichnendste. Ja. Das haben auch alle geschrieben. Ne? Überhaupt, sowas habe ich noch nie erlebt. Ja. Ey, und da kann ich auch gar nichts anderes zu sagen. Nee. Also, ich hätte auch gedacht, also ich habe das Spiel zwar nicht gesehen, aber ich habe so ein bisschen im Live-Ticker verfolgt. Als dann der Abpfiff war, ich hätte von mir selbst irgendwie eine krassere Reaktion erwartet irgendwie. Du hast ja sogar noch gesagt, ich hab letzten Podcast habe ich noch gesagt, ich glaube, da wird keiner heulen. Und du hast ja sogar noch gesagt, doch, die werden am Boden zerstört sein. Ja. Und das hat mich nicht interessiert. Ich hätte, also selbst von so Spielern weiß ich nicht, wie Fährmann, Hüntela, Kolasinac oder Nastasic oder so, die halt lange beim Club sind oder lange beim Club waren, hätte ich halt irgendwie sowas erwartet, dass die halt... Nichts. Aber dass Timo Becker der Einzige ist, Auch Asamoah, der hat es ja eigentlich treffend formuliert. Ich will jetzt nicht alles zitieren, das Interview, guckt euch das sonst an. Ja. Ich fand es sehr, sehr schön, weil ich von vielen Zecken kein Mitleid bekommen habe, aber man hat auch unter den Kommentaren, unter dem Video gesehen, so Ich glaube ja, so verfeindet Schalke und Dortmund sind, so nah sind die auch irgendwo dran. Weil ich glaube, die Fankulturen sind sehr, sehr ähnlich. Ja. Und auch die Verbindung zum Verein ist sehr, sehr ähnlich. Und die können sich da sehr, sehr gut reinversetzen. Und ich fand das so respektvoll, weil es war jetzt nicht so hämisch und es war auch nicht so Mitleid, sondern das war wirklich so, ey, es tut Dortmundern weh, Gerald Asamoah so am Boden zu sehen, weil die haben auch in ihrem Verein Leute, die so für diesen Verein bluten. Ja, Sebastian Kehl. Und der reißt sich da einen auf und ist so machtlos und sieht einfach diesen Verein vor sich zerbröseln. Ja, und er kann nichts machen. Und er hat einfach nur gesagt, wenn einer sagt, er hat alles gegeben, und dann hast du den so richtig verstummen gehört und dachtest so, und dann hat er ja so gesagt, ich will jetzt keine Worte nutzen, die hier falsch ausgelegt werden. Und er hat das Gefühl, die meisten Spieler wissen gar nicht, für welchen Verein sie spielen. Und ich glaube, das ist auch das grundsätzliche Problem gewesen. So, anstatt, dass man so jemanden wie ein Caligiuri verlängert, holt man so Leute über die Saison als Notlösung, wie ein Paciencia und ein William, so richtige Söldner, wo ich mir denke, was hat das für einen Mehrwert?
Ne? Ja. Und Asamoah also, hat es genau gesagt, Leute, die gar nicht wissen, für welchen Verein die da spielen. Ja, ja. Wow. Gut, das ist natürlich dann auch in der Situation schwierig, wenn du irgendwie Spieler brauchst, da jemanden zu finden. So, ja. aber ich finde persönlich, da liegt es dann an der Mannschaft an sich, solche Spieler halt irgendwie zu integrieren und denen so ein bisschen so den Verein einzuimpfen. Auch wenn es nur ja, für eine halbe Saison ist. Ja, aber wer soll die denn integrieren, ja, wenn es halt keinen interessiert? Ja, ja. Mir tat Asamoah auch echt leid. Und du bist herzlich eingeladen hier als Gast im Podcast. Und dann lass mal über die Szenen danach sprechen. Okay, ich wollte erst was anderes machen. Nee, lass doch so den Abstieg so ein bisschen dann so peu à peu. Also das Spiel haben wir jetzt, die Reaktion danach haben wir auch. Dann lass mal zum... Damit das ja rund wird, weil sonst müssten wir gleich hin und her switchen. Ja. Eine Personalie, weil wir gerade über Asamoah und Timo Becker geredet haben. Bitte, bevor wir zu dem Thema kommen, noch ganz kurz zu Gramotzes. Wie stehst du aktuell zu dem Trainer? Boah, was soll ich sagen? Am Anfang fand ich ihn irgendwie, ja, so Malocha-mäßig passend. Ne? Hat viel an der Seitenlinie gestikuliert und gemacht und getan und so. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass so in jedem weiteren Spiel er sich so ein bisschen so der Emotionen vom Team angepasst hat. Und da kam auch immer weniger von ihm so. Und hat auch nur so, ja, so Durchhalte, Floskeln, Parolen und so. Vielleicht war er damit auch ein bisschen überfordert jetzt. Ob er jetzt auch der richtige Trainer für die Liga ist, bin ich mir auch zu 100% sicher. Ich persönlich fände es halt besser, wenn du jetzt halt, wo der Abstieg halt sicher ist für die neue Saison, wenn du auch so ein bisschen dann guckst, okay, ne, welche Spieler bleiben und so, dass du jetzt auch nochmal nach einem Trainer guckst irgendwie, mit dem du dann komplett nicht die ganze Scheiße in der Saison jetzt erlebt hast, sondern der jetzt motiviert ist, der Bock hat, der sagt, ah, scheiß drauf, Abstieg habe ich nicht mit zu tun, meine Mission ist Aufstieg und so. Ich glaube, dass es von Vorteil wäre, wenn die jetzt nochmal einen Trainer wechseln würden. Ich glaube, das ist ja auch das, was viele schon vermutet haben. Der wird verbrannt sein, weil selbst wenn jeder schon weiß, das ist nicht nur seine Schuld, dass Schalke jetzt abgestiegen ist. Ist es auch nicht, ja. Aber du bist trotzdem der Trainer, der aus den 10 Spielen, oder wie viele das waren, eins gewonnen hat, die restlichen wieder alle verloren. Man muss dazu sagen, also so viel besser hat Schalke auch nicht gespielt. Ne? Erstens also. Das und was ich am schlimmsten finde, ist wirklich, da sieht jemand, der keine Ahnung von Fußball hat, sieht, dass das einfach die gurkigste Truppe aller Zeiten ist und der Typ stellt sich dahin und sagt dann, sind sie zufrieden mit ihrer Aufstellung? Und er sagt dann, ich habe nur Spieler eingesetzt, von denen ich überzeugt bin, dass sie den Verein würdig vertreten. Und gibt dann Lob. Also ja, es war ja nicht alles schlecht in dem Spiel, wo ich mir denke, wo sind deine Eier? Was ist das für ein Schwachsinnslob? Entweder du sagst kein Kommentar oder du sagst die Wahrheit, nämlich dass das, was sie da gemacht haben, komplette Scheiße ist. Ja. Und dieser Trainer, so sympathisch der mir als Mensch ist, als Trainer hat er für mich alles an Glaubwürdigkeit verloren. Ja, weil ja. Das Letzte, was ich von einem Trainer will, ist Sachen schönreden. Ich will jemanden, und da komme ich immer wieder auf Baumgart zu sprechen, weil einfach auch, weil ich den persönlich erlebt habe. Der hört ja auch nach der Saison, ne? Jetzt vielleicht. Und ich habe das hier auch schon mal im Podcast gesagt. Du machst Scheiße, dann geht er zu denen und sagt, Junge, das war Scheiße. Aber gleichzeitig sagt er dir, vor allen Dingen, warum machst du denn die Scheiße? Du kannst das doch. Wir probieren das jetzt so und so und so. Aber er sagt ganz klar, was Scheiße ist. Und nicht, also ich stelle hier nur Spiele auf, von denen ich überzeugt bin. Und auch 2 Minuten von den 90 Minuten waren ganz, ganz, ganz toll. Ja. Ja. Und dann lächelt er und sagt, Glück auf. Genau, und so das kotzt das mich an. Ja. Und was noch dazu kommt ist, jetzt halten die ja an dem Fest, weil in seinem Vertrag steht ja, dass der mit in die zweite Liga geht. Das war eine Voraussetzung, die er gestellt hat. Ich komme nur jetzt schon, wenn wir zusammen in die zweite Liga gehen. Was passiert denn? Lass sie mal die ersten 3 Spiele verlieren. Oder nur einen Punkt holen. Dann geht doch genau alles wieder so wie vorher. Zack, direkt erste Trainerentlassung, direkt der zweite Trainer. Dann kommt wieder irgend so ein Notnagel, weißt du, für 3-4 Spiele bis zum richtigen. Dann geht das, die ganze Kacke von vorne wieder los. Aber ich habe hier noch einen Punkt, der heißt Zukunft. Aber bevor wir dazu kommen, du wolltest auf die Tumulte nach dem Spiel zu sprechen. Also, das haben wir bestimmt alle mitgekriegt, ne? Was da abgegangen ist. Erstmal finde ich es gut, dass das Team dann zum Stadion gefahren ist und nicht den Fans stellen wollten. Also das finde ich erstmal das Mindeste, was sie... Ich finde das richtig dumm. Aber erzähl erstmal. Also ich finde, wenn man halt so dann in Bielefeld spielt und dann absteigt, dass man dann wenigstens abends noch sich den Fans einmal hinstellt und sich beschimpfen lässt, finde ich, ist das Mindeste, was die Spieler halt machen müssen. So.
dass da ein paar faule Eier geflogen sind, finde ich gut. So, ja, ja. Ganz ehrlich, das tut keinem weh. Das haben die auch einfach mal verdient, einfach mal so ein Ei gegen den Kopf zu kriegen. Ja. So, das, so. Was dann natürlich passiert ist, dass da Spieler gejagt wurden, getreten wurden, das geht natürlich gar nicht. Es waren natürlich auch wieder nur ein paar vereinzelte Idioten. Vor allem nicht nur Spieler, das Ding ist halt, du trittst niemanden, der am Boden liegt. Also, ja, auch das war halt, es gab da ein Video, das um den Arena-Ring, dass da halt dann Spieler gejagt wurden, das geht halt gar nicht. Das, da brauchen wir nicht groß drüber reden. Was danach dann passiert ist, fand ich von dem Peter Knäbel, ich finde persönlich, da hat er halt Eier gezeigt, hat gesagt, okay, das ging gar nicht. Und die Spieler, die jetzt sagen, sie wollen nicht mehr spielen, dann ciao. So, ne? Wenn ihr euch nicht sicher fühlt, ist okay, kann ich verstehen, aber dann bleibt auch zu Hause so. Ne? Ich habe das Gefühl, damit wollte er vielleicht so ein bisschen so die Spieler, die sich sowieso schon nicht mit dem Verein identifizieren, weil am Anfang wurden ja auch ein paar Spielernamen genannt, die nicht mehr für Schalke spielen wollen. Das war Serdar, das war Uth, das war Harit. Das sind ja sowieso die Spieler, die sich mit dem Verein gar nicht identifizieren. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er damit versuchen wollte, nur die Spieler irgendwie dabei zu behalten, die vielleicht irgendeinen Funken Anstand und was für den Verein empfinden. So. Das fand ich noch ganz gut. Mittlerweile trainieren sie auch wieder und irgendwie, ich glaube, kein Spieler will jetzt irgendwie verzichten. Ja, man hätte, also da hat natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen die Polizei und Schalke haben da mies miteinander kommuniziert. War jetzt kein Fehler der Polizei richtig, ne? Die Polizei hat gesagt, Schalke, ne, die wollten keinen Schutz da haben und so. Und ja. Ich finde, das, was da abgegangen ist, das passt einfach zu dieser gesamten Saison. Ja. In meinen Augen ist das Schlechteste und Schlimmste, was Schalke jetzt passieren konnte. Ja. Weil dadurch sind ja zwei Dinge passiert. Jetzt mal abgesehen davon, dass du, wie du auch schon gesagt hast, keine Menschen verfolgst. Also es ist halt irgendwo immer noch ein Spiel. Dass das Scheiße war, das sagen wir hier auch, aber deswegen würde ich nicht auf die Idee kommen, da einem aufs Maul zu hauen. Ich würde den wild beschimpfen, vielleicht ein Ei werfen. Was aber passiert ist, und das ist jetzt wirklich scheiße. Auf der einen Seite, das ist jetzt so nicht schlimm, aber das ärgert mich ein bisschen, die Spieler haben jetzt eine Ausrede. Weil die können jetzt sagen, ja, ich wurde beschmissen, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ciao. Das heißt, die kommen jetzt wirklich mal im wahrsten Sinne des Wortes mit einem blauen Auge davon und haben die perfekte Ausrede, um Schalke den Arsch zuzudrehen. Das ist nicht schlimm, weil das wäre eh passiert, aber das ärgert mich. Was aber richtig schlimm ist, und zwar richtig, richtig schlimm, und das wird vielleicht jetzt noch nicht so deutlich, aber ich glaube, da wird der Verein, vielleicht sehe ich das zu negativ, aber ich glaube, der Verein wird daran zerbrechen, wirklich komplett zerbrechen und wie Cottbus in der Versenkung verschwinden. Welcher Spieler will denn da jetzt noch hin? Wenn ich ein Angebot bekomme von Aue oder von Schalke, ich muss ja, wenn ich jetzt einen Vertrag für Schalke unterschreibe in der zweiten Bundesliga, dann muss ich ja damit rechnen, wenn ich nicht aufsteige, dann kommen da irgendwelche Vollidioten und schicken Libanesen klar bis vor meine Haustür, was ja angeblich auch passiert ist. Alleine schon mit der Grundvoraussetzung, ich würde da nicht unterschreiben, auch wenn die mir 200.000 mehr bieten im Jahr. Ich glaube, das ist so ein bisschen zu negativ. Nein, weil da sind Grenzen überschritten worden. Natürlich, ja, voll. Und das muss ich sowieso auch als Schalke-Fan sagen. Ich glaube, was Schalke halt deutlich über die letzten Jahre aus den Fugen geraten ist, ist diese emotionale Nähe zwischen Fans und Verein. Gegenbeispiel muss ich leider nehmen, sind die Zecken. Es ist super geil und ich glaube, das liebt auch jeder im Ruhrgebiet, diese Nähe zwischen Verein und Fans. Was aber bei Schalke in den letzten Jahren immer mehr passiert ist, ist, dass die Fans ein Mitspracherecht hatten. Aber auch in Dingen, wo die keine Ahnung haben. Das finde ich, ist nur begrenzt in Ordnung, weil irgendwo müssen da auch Leute ihre Arbeit machen. Und es sind ja immer mehr jetzt auch in dem Rahmen Geschichten rausgekommen, dass auch in der Vergangenheit immer mal wieder Funktionäre bedroht wurden, wenn die und die Entscheidung nicht treffen. Und ich finde, sowas darf nicht passieren. Und auch Spieler, kannst du mir erzählen, was du willst, die haben keinen Bock darauf, wenn es zu emotional wird, egal in welche Richtung. Weil es ist cool, wenn du trainierst und dich da 5.000 Leute feiern. Es ist aber, und ich glaube, da sind wir uns einig, nicht mehr cool, wenn du zu Hause bist und da jeden Tag 50 Leute bei dir vorbeikommen und dir sagen, wie geil du bist und an deine Scheiben klopfen. Das ist irgendwo eine Distanz, die eigentlich gewahrt werden muss,
die vielen Leuten, und das weiß ich auch von Spielern selbst, zu viel ist. Und ich glaube, das ist jetzt ein Punkt. Vielleicht können die das retten. Wie gesagt, ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man in 4-5 Jahren auf diesen Verein blickt und sagt, und das war der Moment, der ausschlaggebend war. Weil, also sagen wir mal, selbst wenn die 3 Top-Leute für die zweite Liga verpflichten wollen, selbst wenn nur einer davon sagt, ich komme nicht, weil ich keinen Bock habe, dass mir einer auf die Schnauze haut, dann ist das schon einer zu viel. Das darf kein Grund sein, dass ein Spieler nicht kommt. Aber, ja, also ich ich würde da nicht hingehen. Ich würde da nicht glaube, hingehen. Also ja, ich finde, die Dortmunder und Schalke-Fans haben so eine ähnlich gleiche Verbindung zu dem Verein, das stimmt schon. Du musst aber einfach den kleinen Unterschied sehen. In Dortmund ist es in den letzten Jahren halt eigentlich immer ganz gut gelaufen. Also die Fans hatten auch gar keinen. Ist jetzt nur ein Beispiel. Nee, aber wenn Dortmund in der Situation wie Schalke wäre, das wird 1:1 genauso abgehen. So Idioten gibt es ja überall. Ne? Aber deswegen, guck mal, vielleicht würdest du ja hinwechseln. Aber wenn ich jetzt ein Angebot von Schalke bekomme, wenn ich nur eins von denen bekomme, dann ist es immer noch mein Job, würde ich hingehen. Aber, ja, aber ich würde jeden anderen Verein im Moment vorziehen als Spieler. Ja, aber du musst ja überlegen, das darf nicht sein. Es gab ja jetzt nicht bei jedem Verein, aber es gab bei vielen Vereinen auch Situationen, wo die Spieler bedroht wurden. Dann wurden Ziegelsteine auf den Bus geworfen. Also, ich will das jetzt in keinster Weise verharmlosen. Wirklich, also nicht falsch verstehen, aber das war jetzt nicht die erste Situation, wo Spieler von Fans bedroht wurden. So. Und irgendwie auch angegangen wurden. Also da gab es schon viele Situationen, glaube ich. Und ich glaube, wenn man Fußballprofi ist, muss man damit auch irgendwie gefühlt rechnen. Mit den Eiern beworfen zu werden, da bin ich bei dir. Ja, aber nicht, dass mir jemand angeblich einen Clan nach Hause schickt, weil ich am Boden liege. Ich glaube tatsächlich, wenn ich die Möglichkeit habe, Schalke zu spielen, dann aber wofür steht Schalke denn? Ja, pass auf. Dann sehe ich jetzt nicht nur diese eine Nacht, sondern sehe ich die Arena auf Schalke, die mit 64.000 Leuten voll ist. Und dich anfeuert. Das sehe ich in erster Linie, wenn ich an Schalke denke, so als Spieler. Ja. Aber das ist ja das perfekte Beispiel, das meine ich ja gerade. Sagen wir mal, die wollen 3 Leute verpflichten und 2 denken wie du und kommen, super. Ja. Aber der andere denkt wie ich und sagt, nee, ciao Leute. Ja, aber dann ist so, das und so. Aber das schadet ja nachträglich dem Verein. Ja, aber und wenn die deswegen nicht wieder aufsteigen oder sogar absteigen, ich sage ja nicht, dass das passiert, aber ich sag dir, das ist eine Situation, die vorgekommen ist, auf die man vielleicht in 5-6 Jahren zurückblickt und sagt, scheiße, dieser Verein ist so am Arsch und das kriegst du nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, dass irgendwann in 5 Jahren, dass das eine Situation wird, wo man sagt, okay, das ist unser Tiefpunkt, danach ging es wieder bergauf. So sehe ich das. Es ist beides möglich. Fußballer sind, wenn man ehrlich ist, sind alle geldgeil. Es gibt die wenigsten. Ja, aber Schalke kann noch nichts mehr bezahlen. Ja, aber Schalke kann immer noch ganz gute Gehälter im Vergleich jetzt zu Aue oder so. Gehe ich schon von aus, dass die werden jetzt die ein paar Spieler... Die haben 217 Millionen Euro Schulden. Ich weiß. Trotzdem werden die irgendwie... Du kannst doch nicht weiter schulden mit Schulden. Du kannst jetzt sagen, ja, wir haben jetzt ein Budget von 15 Millionen. Und deswegen geben wir 45 aus. Nein, das sage ich auch nicht. Aber trotzdem, du musst ja auch, die sind ja nicht mehr in der ersten Liga. Die haben jetzt auch Vereine, die sind so viel kleiner als Schalke. Und die werden auch nicht so die finanziellen Mittel haben. Also, ein Fußballer, wir können die zweite Liga gerne mal durchgehen. Da sind mindestens 10 Vereine, die besser da stehen. Ja, aber trotzdem glaube ich, wenn ein Fußballer da ein bisschen mehr Geld kriegt, geht er trotzdem dahin. So. Ich glaube, Fußballer wollen Kohle verdienen. Aber das ist ja das Interessante. Man sieht ja, wie unterschiedlich wir da drauf gucken. Keiner weiß, was passiert. Ich bin gespannt. Eine Frage habe ich noch. Jo. Und zwar ist jetzt der neue Sportdirektor bekannt gegeben worden in Form von Matthias Schober. Dein Statement. Also ich habe damit nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Der war ja lange Torhüter auf Schalke, ne? Und war jetzt so Jugendkoordinator, glaube ich, ne? Meine ich. Also ich finde, die haben da auf jeden Fall jemanden gefunden, der den Verein in sich trägt, der den Verein auch so ein bisschen verkörpert, der lange in dem Verein ist, der so ein bisschen auch die Werte und Ziele so ein bisschen auch verkörpern kann. Ob er jetzt schon dafür sowas bereit ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Richtig. Ich glaube, es gäbe weitaus schlechtere Leute, es gäbe bestimmt vielleicht auch bessere. Weißt du, was mich daran stört? Das ist gar nicht Matthias Schober, ich mag den total. Ne, bis auf den Rückpass 2001. Ich verstehe auch den Gedanken, dass man in der Position jemanden will, der aus dem Nachwuchsbereich kommt, weil die werden jetzt, ob sie wollen oder nicht, verstärkt auf den Nachwuchs setzen müssen, auf die knappen Schwingen. Ja.
Was ich aber nicht gut finde, und das, da geht es jetzt gar nicht um die Position mit Matthias Schober, sondern um das Gesamtgebilde, dass gerade alles mit Leuten besetzt wird, die mal irgendwie in Bezug zu Schalke hatten. Ich verstehe den Hintergrundgedanken, dass man sagt, ey, wir wollen hier quasi ein Team aus Funktionären haben, die wirklich für diesen Verein brennen. Finde ich gut, verstehe ich. Aber du kannst jetzt nicht jede Position besetzen, nur mit Leuten, die sagen, ey, ich bin Schalke-Fan, weil du musst auch irgendwo eine Qualität für diesen Beruf mitbringen. Ich kann ja nicht sagen, ich arbeite total gern mit Kranken, deswegen werde ich jetzt Krankenpfleger. Ich habe das aber nicht gelernt. Und dann auf einmal klingelt die Glocke und die sagen, ja, Max, kannst du den Menschen mal helfen? Ich so, das würde ich total gerne machen. Ich helfe gerne Menschen, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Dann kann ich noch so sehr Bock darauf haben, der wird sterben. Und genau das sehe ich da als Problem. Die haben alle Bock auf Schalke, aber wenn ich das nicht gelernt habe, was ich da machen muss, dann geht das ziemlich wahrscheinlich in die Buchse. Ja, aber ich finde, du musst halt, also ich finde, oftmals wächst du in solche Positionen auch hier rein. Ja, rein, aber irgendeiner muss es denen doch auch beibringen. Ja. Ich kann doch nicht immer nur in irgendwas reinwachsen. Nein, hast du natürlich recht. Das meine ich, recht, aber wenn alle einen Plan hätten, ne? Ja, ich persönlich finde, ich finde die Idee erstmal gut, dass sie erstmal jemanden nehmen, der aus dem Verein kommt. Das finde ich erstmal gar nicht schlecht. Dass sie auch erstmal gucken, okay. Das finde ich auch, aber es ist bei jeder Position. Das finde ich so schlecht. Ja. Wenn jetzt alle einen Plan hätten und sagen, Matthias Schober, vielleicht sind die auch gut. Vielleicht sind die auch gut. Das sind so viele Experimente mit so vielen Schulden. Aber lass mal durchgehen. Wer denn? Team ist es Matthias Schober, ist es Gerald Asamoah und wer noch? Ja, ich kenne die jetzt nicht alle aufzählen, aber alle. Peter Knäbel, gut, aber der ist. Dann hast du ja noch Mike Büskens. Ja, alles andere ist doch im Moment gar nicht besetzt, soweit ich weiß. Doch, eigentlich schon alles besetzt. Boah, das müsste ich jetzt googeln, aber... Weil ich persönlich finde das halt ganz gut. Der ist natürlich risikoreich, aber ich kann damit besser leben, dass man erstmal sagt, okay, wir nehmen jemanden aus dem Verein, der kennt den Verein, gerade Jugendkoordinator, der weiß halt, ne, wo sind Talente, auf die man setzen kann. Der wird bestimmt noch andere Vereine, ne, so ein bisschen im Blick haben. Wenn man Jochen Schneider zurückholt. Oh ja. Und Christian Groth! Christian, der immer da auf dem Gelände rumläuft. Oh Mann, ey. Naja, also... Ich finde das gar nicht so schlecht. Man muss natürlich jetzt gucken, wie das... Also besser, also ich finde es besser als so, als du bringst da jemanden wieder rein, der den Verein gar nicht kennt, weiß nicht, wie soll ich das... Ich will jetzt nicht... Felix Magath ist vielleicht das falsche Beispiel, weil er doch erfolgreich ist, aber der hat dann doch ordentlich Spieler verpflichtet und finanziell irgendwie sich nicht so an den Verein vielleicht anpassen wollen an so. Also ich finde es gar nicht schlecht. Man muss abwarten, was sie halt reißen. Also. Um das zum Abschluss zu bringen. Eine Frage. Ja. Du musst mir keinen Tabellenplatz sagen, aber Schalke nächstes Jahr. Aufstieg, Klasse halten, Abstieg. Also Abstieg auf keinen Fall. Also Relegation, Aufstiegsrelegation würde ich tippen. Ja. Ich sag 9., 10., 11. Platz. Ja. Werden irgendwo dümpeln. Schwierig. Also so wenig Bezug ich zu dieser jetzigen Mannschaft habe, so sehr tut es natürlich auch weh, ne? Erster Abstieg für uns beide. Fühlt sich irgendwie scheiße an. Ist mir aber auch irgendwie egal, weil ich es dem Team nicht gegönnt hätte. Und ich musste da, also das ist vielleicht so ein Mini-Vorteil, dass man nicht im Stadion war. Ich glaube, wäre man die gesamte Saison irgendwie im Stadion gewesen und jetzt, also ich glaube, das wäre nochmal viel, viel emotionaler gewesen. Jetzt hat man ja die Spiele nur auf dem Fernsehen gesehen, aber manchmal auch gar nicht. Ja. Ich glaube jetzt, ist vielleicht unser Glück gewesen, dass uns das jetzt so wenig... Man kann wirklich nur hoffen, dass das jetzt ein Neuanfang wird. Ich glaube es. Aber ich das Potenzial, das Schlimme ist halt, das Potenzial ist genauso da, dass dieser Verein jetzt komplett zerstört wird. Ja, aber... Das wird richtig spannend. Ja, es gibt einige Namen auch an jungen Spielern, ne? Da hast du noch den Chalanol und hast du den wie heißt er? Aber die haben ja noch nichts bewiesen. Nein, aber... Das ist es halt. Die können natürlich durch die Decke gehen und das hoffe ich natürlich auch. Aber das kann genauso gut auch... Ne, die sind motiviert, die können laufen. Ich ja, aber das machen ja alle in der zweiten Liga. Ja, aber du hast... Mit ein bisschen motiviert sein und laufen kommst du in der zweiten Liga nicht weit. Ja, aber trotzdem sind die jetzt keine Antifußballer, so wie wir. Also die können halt schon kicken.
Hast du mich gerade Anti-Fußballer genannt? Ja, aber mich ja auch. Nur weil ich fast mein Bein verloren hätte beim Fußball. Du hast doch angetrunken Fußball gespielt, oder? Im Endeffekt, keiner weiß, was passiert. Lasst gerne eure Meinung unter den Kommentaren da. Ja. Gehen wir mal weg vom Fußball. Hin zur NFL, wo so extrem viel abgeht. Baby, so extrem viel abgeht. Ja. Baby, so extrem viel abgeht, Baby. Ich bin heiß. Ja. Ich könnte meine Buchse ausziehen, so heiß bin ich gerade. Willst du erst über ein paar News reden oder über den Draft? Lass erstmal News, weil die habe ich nicht so auf dem Schirm. Okay, es gibt für mich zwei Big News. Okay. Die eine verstehe ich schon wieder nicht. Achso, meinst du mit Aaron Rodgers? Nein, das ist die zweite News. Achso. Die erste News ist, die Chiefs holen sich einen Offensive Tackle in Orlando Brown von den Ravens. Übertrieben guter Tackle. Ja, ist doch gut. Unfassbar gut. Was ich nicht verstehe ist, die Ravens mussten den loswerden, weil die den nicht bezahlen konnten. Ne? Verstehe ich. Warum gebe ich den denn, wenn ich selber Contender bin, an die Chiefs? Wenn die Ravens jetzt sagen, ey, wir spielen eh keine Rolle nächstes Jahr, können wir an die Chiefs geben, lass sie Champion werden. Aber an einen direkten Konkurrenten jemanden geben, der den besten Quarterback der Liga beschützt, das verstehe ich nicht. Ja, was haben die denn dafür gekriegt? Irgendwie. Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. War auf jeden Fall nicht schlecht, aber kann ich mir auch vorstellen. Wenn die Chiefs das beste Angebot haben. Ja, aber die haben ja zum Beispiel einen First-Round-Pick gegeben. Aber du musst ja davon ausgehen, der First-Round-Pick von den Chiefs, was ist der wert? 31. Pick, 32. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder ins Super Bowl kommen, ist ja nicht gering. Finde ich, sowas verstehe ich grundsätzlich immer nicht. Ja, aber ich finde, warum ich Konkurrenz stark mache. Ja, du musst ja in erster Linie gucken, erstmal, ne, wer gibt dir das beste Angebot? Also was, ne, ich muss den Spieler sowieso abgeben und dann gebe ich dann natürlich für das Beste ab, was mir angeboten wird. Und ja, aber gleichzeitig mache ich ja meinen Konkurrenten stark. Ja, das aber macht ja das Angebot wieder schlechter. Ja, aber gleichzeitig kriege ich vielleicht auch mehr Picks und kann damit dann jemanden, also muss im Verhältnis sehen, okay, was gebe ich ab? Ja, ich gebe das Kopf mehr ab, ja. Aber wenn ich dafür auch richtig viele gute Picks kriege, ja, dann habe ich im Endeffekt, kann ich damit ja mehr mehr Spieler oder also die Möglichkeit, mehr Spieler zu holen, die vielleicht da reinwachsen, als wenn ich jetzt an den Spieler ein schlechtes Team abgebe, dafür aber auch ein schlechtes Angebot kriege und im Endeffekt ist der Spieler weg, ja, hab damit vielleicht jetzt... Naja, aber guck mal, so. Du bist Erster und ich bin Zweiter. Ja. Und ich bin ja Zweiter, ich bin ja nicht 17. Oder so. Und ich gebe dir jetzt einen meiner besten Verteidiger. Ja, und ich gebe dir dafür ein richtig, richtig gutes Angebot. Das Angebot war aber normal und das kriege ich ja, das verstärkt mich ja nicht direkt, sondern da hole ich mir dann nächstes Jahr an Nummer, lass es 28 sein, jemand anders, der 2-3 Jahre in der Liga braucht. Ja, aber das hilft mir doch, damit schlage ich dich. Ja, aber wenn die anderen Angebote alle scheiße sind und du damit überhaupt nichts anfangen kannst. Glaube ich nicht, dass für Orlando Brown nicht ein anderes Angebot. Weiß ich nicht. Also ich kann mir das nur so erklären. Finde ich auf jeden Fall strange, weil ich würde das niemals machen. Aber gut. Ja, vielleicht ja. Können wir nicht reingucken. Das andere ist... Das finde ich viel spannender mit Aaron Rodgers. Das finde ich... Aber hast du mitbekommen, warum? Erstmal, Breaking News ist, Aaron Rodgers will nicht bei den Packers bleiben. Genau, er möchte nicht zurückkehren so wirklich. Hast du mitbekommen, warum? Nee, das, erklär mal. Da kacke ich ja komplett ab, ne? Weil die seit 2018 kein Receiver mehr gedraftet haben. Er ist 49ers-Fan und er... Und die 49ers haben die Green Bay Packers angerufen und meinten, wir würden gerne ein Trade-Angebot machen für Aaron Rodgers. Mhm. Und dann haben die Packers gesagt, nö, hören wir uns noch nicht mal an. Mhm. Und daraufhin hat Aaron Rodgers gesagt, ey Leute, ich habe gesagt, ich will mir Angebote angucken und anhören. Und ihr lasst noch nicht mal ein Angebot reintrudeln, weil ablehnen kann man das ja immer noch. Und dann hat er gesagt, ey, das verstehe ich auch. Also er hat das so nicht gesagt, aber wenn man sich jetzt in Aaron Rodgers reinversetzt, MVP letzte Saison geworden, ist Super Bowl Champion mit Green Bay geworden, spielt sich die Seele aus dem Leib seit Jahren für dieses Team und sagt jetzt, er möchte sich mal Sachen angucken oder zumindest anhören und das Team gewährt ihm das noch nicht mal. Ey, im Endeffekt, was ist das für eine Arbeitsgruppe? Aaron Rodgers ist Green Bay. Also Green Bay ohne Aaron Rodgers ist gefühlt wie Jacksonville so ungefähr. Es ist nichts. Die haben kein wirklich richtig geiles Team. Ja. Und der hat es geschafft, von Jahr zu Jahr immer irgendwie das Überdurchschnittliche aus dem Team rauszureißen und immer noch eine befriedigende Saison mit Playoffs und so hinzukriegen. So. Und dass man ihm dann diese Chance verwehrt, ich finde, dass der Verein tritt seine Leistungen damit mit Füßen und spuckt auf alles, was er für diesen Verein geopfert hat und
erreicht hat, finde ich, ja. Und mich schmerzt das natürlich umso mehr, weil ich hatte ja ein Traumszenario für den Draft Day. Mhm. Und zwar für mich die Hauptneeds bei den 49ers waren Quarterback, ein Cornerback, ein Offensive Liner und ein Running Back. Mhm. Dafür aber am wichtigsten Quarterback und Cornerback. Und ich dachte mir, komm, holt als Cornerback J.C. Horn von den Gamecocks. Und als Quarterback tradet ihr für Aaron Rodgers. Super unrealistisch, ist mir klar, aber nicht unmöglich. Und dann kommt so eine News rein, dass die hatten den dritten Pick, Mann. Die hätten richtig was geben können. Ja, natürlich. Kriegst du dann noch J.C. Horn, ist natürlich Traumdenken und Wunschdenken von mir, ist mir klar, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie ein extrem erotisches Angebot für Aaron Rodgers hätten machen können. Mhm. Ja, aber vielleicht haben sie gedacht, nee, komm, wir setzen lieber auf einen Jungen. Na, jetzt haben wir Trey Lance. Nein. Die haben Green Bay angerufen. Achso, das war tatsächlich. Green Bay hat gesagt, wir wollen da gar nicht hören, was ihr bietet. Ach so, das ist passiert. Das ist passiert. Und das ist ja der Grund, warum Aaron Rodgers gesagt hat, ey, das ist mein Kindheitsteam. Und ich finde generell, wenn du in so einer Position in einem Verein bist, wie er, hat man das Recht, sich das anzuhören. Ja, vor allem, du kannst ja immer noch Nein sagen. Ja, eben. Ich denke auch bei Green Bay, jetzt mal ehrlich, so gut Rodgers auch ist, der Typ ist ja nicht mehr der Jüngste. Nee. Wenn jetzt ein Team kommt und mir sagt, ey, ihr kriegt 4 First-Rounder, kriegst du nicht dafür. Aber kann ja sein, so als alleine jetzt mal so als, du kannst ja immer noch Nein sagen, warum höre ich mir das noch nicht mal an? Mhm. Die können dir ja auch das ganze Team geben, also, theoretisch, ne? Das verstehe ich nicht. Das spricht nicht für den Sinn. Verein, finde ich. Ganz, ne? Ganz schlimm. Ganz schlimm, auch letztes Jahr der Draft. Auch dieses Jahr der Draft fand Obwohl, ich komisch. Ja, die haben einen Wide Receiver. Ein kleiner Applaus. Seit 2018 den ersten Wide Receiver gedraftet. In der dritten Runde, oder was? Das hilft auch nicht, genau. Also ganz das war das Wiedergutmachungsgeschenk an Aaron Rodgers, ne? Komm, ihr hast einen Receiver, jetzt beklag dich nicht. Bleibt auf jeden Fall spannend, was da passiert. Es gibt noch keine weiteren News, zumindest Stand jetzt. Also wenn Aaron Rodgers aus Green Bay sich irgendwie wegtraden, irgendwie oder retired oder irgendwie, dann ist dieser Verein am Arsch. Weil wie heißt der andere nochmal? Kevin Love? Ne, gar nicht. Wie heißt der? Jordan Love. Jordan Love, genau. Kevin Love war, glaube ich, Basketballer, oder? Mhm, genau. Genau. Der, also, boah, den dann sonst kalte Wasser werfen, ich glaube, das wird den Packers richtig das Genick brechen. Und da würden auch die Fans, glaube ich, tatsächlich echt auf die Barrikaden gehen, weil die vergöttern ja Aaron Rodgers. Das ist ja für die der Drew Brees wie bei den Saints so gefühlt, ne? Jetzt ist die große Frage, wenn wir zum Draft kommen. Ich hatte erst überlegt, wir sprechen ein bisschen über die Vikings, wir sprechen ein bisschen über die 49ers. Aber ich würde sagen, zumindest mal so die ersten 10, 15 Picks können wir einmal kurz durchgehen. Ja, ich kenne halt nicht so. Ja, ist ja okay. Ein paar Leute kennt man ja. Nummer 1, die Jacksonville Jaguars holen Trevor Lawrence. Keine Überraschung, ne? War finde ich so ein bisschen schade für Mitch Mania, die ja damit offiziell vorbeigehen wird. Ja, aber war ja irgendwie abzusehen. Ja, aber war schon lustig. Komm, war ein lustiger Typ, ja. Hat auch ein bisschen was reißen können. Auf der 2, Zach Wilson. Zu den Jets, finde ich, passt so krass wie Arsch auf einmal. So, so krass. Ich freue mich auch, weil Zach Wilson ist ja so mein Lieblingsquarterback gewesen. Der ist mega sympathisch. Mega sympathisch, wie der sich gefreut hat. Und ich freue mich, ich habe einen Bezug zu New York. Ich mag Robert Saleh, der jetzt Head Coach ist. Ich werde jetzt natürlich kein Jets-Fan deswegen, aber sympathisant. So, genau, das ist so ein rundes Ding für mich. Auch die haben ja später noch für mich einen so geilen Draft gezogen. Ja. Okay, Nummer 3. Trey Lance. Trey Lance, baby. Trey to the Bay. Ich find's sehr geil. Ja. Sehr, sehr geil. Klar, Zach Wilson hätte ich geiler gefunden. Kannst aber nichts machen. Wenn der weg ist, ist er weg. Ich bin sehr froh, weil ich mag Justin Fields nicht. Mhm. Dass der es nicht geworden ist. Ich mag auch Mac Jones nicht. Bin froh, dass das nicht geworden ist. Und Trey Lance, was mir an dem halt nicht gefällt, ist, der wirft für mich zu ungenau. Okay. Andererseits ist er sehr, sehr jung. Und der passt von den Grundlagen her ins System von Kyle Shanahan. Also das kann in ein, zwei Jahren unfassbar krass abgehen. Ich habe nur zwei Dinge an dem an dem Draft, die mich ein bisschen besorgen. Okay. Das eine ist, wie schnell adaptiert er sich wirklich an die Liga? Weil der Kader jetzt ist Championship-ready. Die Frage ist, für wie lange noch?
Ne, das kann in der NFL ganz schnell gehen. Ich glaube halt gar nicht, dass er Starter wird bei den 49ers. Nicht dieses Jahr, nein. Deswegen sage ich ja, der wird ein, zwei Jahre brauchen. Ja, ja. Und ist der Kader dann noch Championship-ready? Und das andere, was ich mich frage, ist, musste man wirklich von Platz 12 auf Platz 3 hochtraden für so viel, um Trey Lance zu bekommen? Oder wäre der noch da gewesen? Wo wären die sonst gewesen? Auf 12. Finde ich, natürlich, wenn die so überzeugt sind und gesagt haben, wir müssen den haben, wir gehen hoch, dann ist es auch in Ordnung, das zu machen. Aber man denkt sich im Nachhinein, wer weiß, vielleicht wäre der da gewesen. Falcons hätten vielleicht auch einnehmen können. Wurde ja auch teilweise so ein bisschen, glaube ich. Ja, aber die haben ja einen Titan genommen. Ja, ja. Dann weil hätten die, Trey Lance vielleicht schon weg war. Also, weißt du? Auf jeden Fall bin ich zufrieden. Ich bin sehr glücklich. Also ich mag Trey Lance. Ja, der sieht sympathisch aus. Ich gucke mir gerade das Bild an hier bei NFL. Vikings-Fan übrigens. Ja, und kommt hier steht NFL, also die schreiben immer hier Pre-Draft-Analyse, schreiben immer, welchen Spieler man damit so ein bisschen vergleichen kann. Hier steht Josh Allen. Hey, Josh Allen, weiß ja jeder, der den Podcast ja hört. Ich liebe Josh Allen über alles. Ja. Ich sehe auch das Potenzial. Ja. Was ich geil finde als Fan ist, das macht es jetzt extrem spannend. Weil wenn der Typ durch die Decke geht, dann hast du ein Quarterback für die Franchise für die nächsten 10 Jahre. Und wenn nicht, dann hast du ein bisschen zu viel abgegeben für das Risiko. Aber ich find's geil. Okay. Kyle Pitts, das ist ja der, also das ist ja der Athlet im Draft, glaube ich, schlechthin. Die Offense der Falcons ist on fire. Ja. Wird denen nichts bringen, nee. Aber für Außenstehende ist einfach sexy zum Zugucken, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Das ich glaube, das ist einfach, vor allen Dingen, ich hoffe, dass die, wie heißt er? Julio Jones, danke. Ich hoffe, dass sie den nicht abgeben. Ich will einfach als neutraler Fan diese Offense sehen. Schon, bitte. Ne? Wäre schon sexy. Okay, Jamar Chase. Das ist für mich eine Katastrophe. Findest du? Ich finde das so schlimm. Echt? Warum? Das habe ich dir auch geschrieben, ne? Ja. Ey, letztes Jahr haben alle gesagt, und das ist auch zu Recht, die Bengals spielen ein System, in dem Joe Burrow wie Frischfleisch ausgeliefert wird. Und die Offensive Line ist so schlimm und dann bist du an Platz 5 und du hast so gute Offensive Tackle. Also einen zumindest. Und das ist Penei Sewell. Und du holst einen Wide Receiver? Ja. Das verstehe ich nicht. Also das macht gar keinen Sinn. Weil was bringt denn Jamar Chase? Herrlich, ey. Jamar Chase ist ein krasser Spieler. Versteh mich nicht falsch. Komm, Alter, nicht stolz. Jamar Chase ist ein geiler Spieler. Versteh mich nicht falsch. Aber was bringt mir ein guter Wide Receiver, wenn mein Quarterback, der als Rookie schon sein Knie zerfickt bekommen hat, bald mit dem Sarg gefühlt aus der Arena getragen wird? Das finde ich unverantwortlich. Ja, die haben ja in der zweiten Runde haben den Guard gedraftet. Ja, aber dieser Draft war so schlecht besetzt in Offensive Tackles und Guards, da musst du doch, weil du kriegst ja immer noch irgendwo einen Right Receiver her. Ja, da aber musst du doch deinen Cornerback schützen. Ich glaube tatsächlich, die haben den genommen, weil der mit Joe Burrow bei der LSU gespielt hat. Ja, aber das bringt mir nichts, wenn Joe Burrow nicht spielen kann, weil vielleicht er das zweite Mal sein Kreuzband gerissen hat. Ja, deswegen haben sie sich gesagt, okay, nehmen wir jetzt nochmal ein paar andere. Bengals, ciao. Für mich ist er der am Arsch, ey. Ja, ich bin mal gespannt, was die beiden auf die Beine kriegen. Mal schauen. Nummer 6, Jalen Waddle. Die Dolphins sind heiß nächstes Jahr. Die machen alles so richtig, finde ich. Wer ist denn da jetzt nochmal Quarterback? Tour und? Tour. Nur Tour. Wo ist denn Fitzpatrick? Der ist jetzt bei... Ach, der ist schon wieder getradet, ne? Ja, ja, wo ist der denn nochmal? Zum Browns gegangen? Nee. Nein. Washington ist er jetzt, ne? Washington. Ja! Washington Football Team. Ja! Washington, ja. Finde ich geil. Jalen Waddle auch wieder vereint mit seinem Quarterback aus dem College. Ja, ja. Jetzt wird es interessant, finde ich, weil... Das ist ein guter. Also die Lions haben da, finde ich, gut. Das ist der erste, wo ich so denke, mega gut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite dachte ich mir da aber schon... Wie heißt nochmal der Quarterback von denen, den die von den Rams geholt haben? Egal, du weißt, wen ich meine. Ja, 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 Sunny Boy, Jared Goff. Jared Goff. Ja, ja. Finde ich natürlich geil, dass sie den beschützen. Mhm. Ein super Offensive Tackle. Mega.
Eigentlich der aber beste. Aber das war der erste Moment, wo ich mir dachte, warum holt ihr nicht vielleicht sogar Justin Fields? Ich weiß nicht. War der erste Moment. Okay. Kann ich beides verstehen? Ich glaube tatsächlich, die Lions haben damit gerechnet, dass wenn ich die Bengals vielleicht den Tackle nehmen vielleicht. Ja, aber damit musst du ja rechnen. So? Musst du ja vorher eine Draft machen. Ja, aber und das dann noch frei war, glaube ich, haben wir gesagt, ey, der ist so ein geiler Typ, den nehmen wir jetzt. Ist ja auch nicht schlecht. Ich finde das gut. Das, also, aber das war das erste Mal, wo ich mir dachte, so, huh. Ja. Okay. Okay. Der achte Pick, der geht natürlich mein Herz auf, ne? Oh. J.C. Horn, ich bin so traurig, das ist der letzte Spieler, den ich jetzt noch kannte von den Gamecocks. Mhm. J.C. Horn, erster Verteidiger, der gepickt wird, an der Nummer 8 meiner Glückszahl. Und er bleibt zu Hause in Carolina bei den Panthers. Ja. Finde ich geil. Oder? Was ich nur nicht verstehe, ist, so sehr ich mich für J.C. Horn freue. Wer ist denn jetzt Quarterback in Carolina? Teddy B. ist jetzt bei den Sam Broncos. Darnold. Sam Darnold, yo, oh geil. Aber was ich nicht verstehe, ist, ich finde, das passt überhaupt nicht. Weil zumindest Stand jetzt haben die Panthers immer mit einem Zone gespielt. Das heißt, der Cornerback, der liest eher, der guckt, wo muss er sich verteilen. Und J.C. Horn ist jemand, der ist so ein richtig ekliger Verteidiger, der an dir klebt. Und das passt eigentlich nicht in das System. Wer weiß, was sie mit dem vorhaben. Ja. Ich hätte J.C. Horn gerne bei einem anderen Team gesehen. Ich bin aber nur glücklich, weil der Worst Case wäre für mich gewesen, wenn der entweder zu den Seattle Seahawks geht, zu den Cardinals oder zu den Rams, weil das dann direkte Konkurrenz für die 49ers gewesen wäre. So, ey, alles cool. Bester Verteidiger, nicht bester, aber erster Verteidiger, der geht. Ah, Gamecocks for life, Junge, geil. Okay, Platz 9, kenne ich nicht. Patrick Surtain, der zweite, für viele der beste Cornerback. Okay. Was ich da nicht verstehe, ist, wieder, warum nehme ich nicht Justin Fields? Die haben keinen richtigen Quarterback. Doch, die haben Teddy B. Ich mag Teddy B wirklich. Ich auch. Ich mag auch Teddy B. Aber wenn du an der Stelle, ohne irgendwas zu traden, Justin Fields haben kannst, verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Da finde ich, musst du mitgehen. Weil die Möglichkeit, du kannst da einen Franchise-Quarterback haben, du kannst auch in einem Jahr sagen, war nix, aber du kannst da theoretisch, ohne irgendwas abzugeben, dir einen potenziellen Franchise-Quarterback holen, den du in Teddy B nicht mehr kriegst. So sehr ich den mag, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Verstehe ich nicht. Da, finde ich, muss man zuschlagen. Vielleicht, ja, aber wenn du sagst, das war der beste Cornerback im Draft und wenn er noch frei ist. Ja, aber wer gewinnt dir ein Spiel im Endeffekt? Ein Cornerback? Defense oder ein Quarterback? Championships, Junge. Ja, aber ein eventueller. Ich rede ja jetzt nicht davon, dass sie sich irgendeinen Quarterback holen, sondern jemanden, der wirklich das Potenzial hat, ein Franchise-Quarterback zu werden. Vielleicht haben sie gesagt, ey, ne, das ist auf jeden Fall, egal was kommt, unsere erste Frage. Da stehen so, wahrscheinlich war ich da am Telefon. Ja. Ich wollte eigentlich Justin Fields mich so. Okay, lass mal weitergehen. Platz 10. Eigentlich ja der als bester Receiver gehandelt, ne? Im Draft, ne? Ja. Devonta Smith. Ja. Ist jetzt bei den Eagles. Wer ist jetzt da? Der war auch das Wiedervereint mit Jalen Hurts. Jalen Hurts, ja, genau. Ja. Wird abgehen, ja. Finde ich gut. Ja, passt. Jetzt Justin Fields bei den Bears, aber da hätte ich jetzt persönlich nicht so gerechnet. Wow, die Bears traden hoch. Die sind hochgetradet, ne? Geben richtig viel ab. Ja. Ich finde es genial. Weil die Bears haben eigentlich ein gutes Team, eine mega Defense immer noch. Es fehlt einfach nur ein Quarterback, ne? Den fehlt ein Quarterback. Ob Justin Fields das sein wird, ist genau das, was ich gerade bei den Broncos meinte. Ich finde, die Broncos und die Chicago Bears sind genau das gleiche Team gefühlt. Aber die Bears waren schlau genug zu sagen, ich finde es immer schlau zu sagen, wir gehen dieses Risiko, weil entweder wir bleiben so scheiße, wie wir sind, oder wir haben Franchise-Quarterback. Ja. Wenn das die beiden Optionen sind, dann muss ich doch sagen, ey, wenn es der ist, dann ist er das. Und wenn nicht, wir waren eh schon scheiße, ciao. Finde ich so geil, wirklich. Ja. Ich mag Justin Fields immer noch nicht, aber dieser Move an sich habe ich übelsten Respekt vor, finde ich total geil. Micah Parsons finde ich okay, deswegen passt das Dallas, finde ich scheiße, Joe. Okay, Rashawn Slater, den Namen habe ich schon mal gehört, sagt mir nichts. Wow, finde ich krass, weil die brauchten genau so einen Spieler, zweitbester Offensive Tackle für mich im Draft und die kriegen den
ohne irgendwas dafür abzugeben. Die warten, die sitzen da und holen ihn sich einfach. Jetzt kommt wahrscheinlich noch Elijah Vera Tucker, auch ein Guard, wahrscheinlich für Zach Wilson. Ne? Super, super gut. Direkt den neuen Quarterback schützen. Ja, fand ich auch, hat Sinn gemacht. Also der Draft war... Ja. Also die Jets und die Dolphins für mich. Und jetzt natürlich Mac Jones bei den Patriots. Ist natürlich wieder so ein typischer Patriots-Move. Die haben gar nichts gemacht, haben jetzt eigentlich gefühlt den Quarterback, den sie auch haben wollten. Ja. Ich finde, ich will jetzt nicht sagen, er sieht unsympathisch aus. Er sieht ein bisschen... Ich mag den auch gar nicht. Er sieht ein bisschen arrogant vielleicht aus. Vielleicht passt das so ein bisschen zu den Patriots. Keine Ahnung. Ich mag den auch gar nicht. Bin mal gespannt. Hier steht, vergleichbar mit Daniel Jones. Für mich ist die Frage... Startet der jetzt schon oder lasse ich Cam Newton spielen? Na, ich glaube, die lassen Cam Newton noch spielen. Ich bin, also die Patriots, da blicke ich nicht so ganz durch. Nee. Ab jetzt muss ich sagen, geht's los bei mir mit Spielern, die ich nicht mehr richtig zuordnen kann. Nee, lass doch mal durchgehen. Ob irgendwas noch. Ich habe nur noch mal geguckt wegen den Vikings. Ja, die haben jetzt. Christian Darrisaw soll mega geil sein. Ich kenne den selber nicht. Offense Tackle macht Sinn. Lass mal in die zweite Runde gehen. Haben die Jets direkt Elijah Moore nochmal einen direkten knackigen Receiver gedraftet. Das macht Sinn. Was ich jetzt mal ganz spannend finde, da können wir nochmal, wenn du magst, kurz drüber reden, dass die Vikings einen Quarterback gedraftet haben. Das sind wir heute Morgen, war das heute Morgen? Ja, Kellen Mond haben sie gedraftet. Und hier steht... ich weiß natürlich nie, wie gut das vergleichbar ist, aber steht vergleichbar mit Colin Kaepernick, so steht hier. Und dann habe ich mir heute Morgen überlegt, so okay, im Prinzip ist der Quarterback eigentlich, oder der Typ Quarterback eigentlich genau das, was die Vikings brauchen. Die haben sich in den letzten Jahren eigentlich immer auf Quarterbacks verlassen, die gut werfen können, haben aber nie einen Quarterback gehabt, der hat so wie, also der nur mit dem Arm, nee, sie hatten welche, die nur mit dem Arm werfen, aber die waren alle nicht gut genug, um nur mit dem Arm was zu reißen. So meine ich das. Weißt du? Kirk Cousins ist stark, aber leistet sich einfach zu viele Fehler und deswegen fehlt da immer so ein bisschen was. Und jetzt haben sie einen, der auch laufen kann. Und das finde ich spannend. Damit machen die das gesamte Spiel ein bisschen vielseitiger und ich bin sehr gespannt. Ich kann dir genau sagen, warum ich so ausgeflippt bin heute Morgen. Ich hätte den gern bei den 49ers gesehen. Verstehe aber, dass sie natürlich nur einen Quarterback nehmen. Ne? Und ich gönne es dir einfach, weil Minnesota, ich habe nichts mit dem Team am Hut, aber natürlich wegen dir sympathisiere ich mit denen. Ne? Und der Typ, ich kann dir das nicht so richtig beschreiben, aber wenn ich mir von allen Quarterbacks aus diesem Draft Highlights angucke, dann ist das der, egal wie viel oder wie wenig Ahnung ich von Football habe, ich gucke mir den an und denke so, Junge, das sieht so rund aus. Also, ich kann das nicht richtig beschreiben. Ich will jetzt nicht sagen, oh, der hat in der Situation super intelligent gehandelt oder wow, der Pass war sehr tief, sondern ich gucke mir die Highlights an und das wirkt so rund. Und ich denke mir dann, wenn der ein Team hat, wo der dieses, kennst du das so, wenn man im Flow ist? Für mich sieht der die ganze Zeit so aus, als wäre der so richtig im Flow. Das sieht nicht anstrengend aus und trotzdem fliegt der Ball genau dahin, wo er hin muss. Und das sieht nicht anstrengend aus, trotzdem hat er eine gute Übersicht, trifft eine schlaue Entscheidung. Ja. Und wenn der das so in die NFL übertragen, natürlich, der kann auch floppen, aber das war Pick Nummer 63 oder so. Ja, ich meine, 66. Wenn der das mit diesem Flow, mit dieser Gelassenheit, mit diesem, ich sag mal so, Talent nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist sowas, das kannst du einem nicht beibringen. Weißt du, wie ich das mache? Du kannst einem sagen, ey, wenn der Verteidiger das macht, dann hast du das zu tun. Aber so ein gewisses Grundverständnis für ein Spiel oder so ein Gefühl dafür, und das hat er für mich von allen Quarterbacks am meisten. Und was ich auch noch wichtig finde, die Vikings haben jetzt kein Muss, also die mussten nicht. Sondern der kann sich das in Ruhe angucken. Ne? Die schreiben ja auch, ne? Braucht bestimmt ein paar Seasons hinter Kirk Cousins, um sich ein bisschen, ne, daran zu tasten, aber ich glaube, vielleicht die beiden in Kombination, das klingt schon sehr sexy, weißt du, Kirk Cousins hat einen geilen Arm, auf jeden Fall, zeitweise, ja. Und wenn er jetzt noch die Beine dazu trägt und die vielleicht so ein bisschen... Wobei ich seinen Arm noch geiler finde als seine Beine, ja.
Also, no home. No. Ja, also fand ich ganz cool tatsächlich. Ansonsten, wie zufrieden bist du mit den Vikings im Draft? Ja, die hatten jetzt, jetzt haben sie noch einen Guard, Wyatt Davis, und noch einen Edge Rusher, Patrick Jones, einen zweiten. Ja, es war, also die haben natürlich jetzt viele Picks, ne, glaube ich auch. Die haben, glaube ich, haben die nicht viele Picks? Ne, letzten Draft hatten sie so viele. Ne, die hatten so schon in der zweiten Runde gar keinen Pick so. An sich finde ich, das Team war schon ganz gut eigentlich aufgestellt. Ich glaube, punktuell jetzt, wenn sie so ein bisschen noch, ne, mit dem Edge Rusher, das hat so ein bisschen gefehlt. Jetzt noch so ein bisschen für die Verteidigung vom Quarterback was tun. Weil Receiver-technisch sind sie gut aufgestellt. Die haben einen geilen Running Back. Also die, die haben gute Cornerbacks, finde ich. Auch mit, in Safety sind die ganz gut aufgestellt. Bisher bin ich zufrieden. Das ist jetzt nicht der Draft für die Vikings, aber muss, also muss auch nicht. Da ich habe nur den Draft gesehen und dachte mir, ich freue mich schon wieder so sehr, wenn wir das wie letztes Jahr machen, ja, dass wir tippen, ja, ja, und ja, gucken, wie die Draft-Auswirkungen, ja, sind. Auf jeden Fall, ja. Ich bin grundsätzlich super glücklich, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, für mich, ich habe ja im Vergleich zum letzten Jahr, ich finde es cool, auch durch diesen Podcast habe ich selber mehr über das Spiel gelernt. Und ich habe noch zu wenig Ahnung, um wirklich zu sagen, welche Spieler gut sind. Aber für mich war ganz klar, ich bin glücklich. Ich hätte gerne erster Pick, den die 49ers haben. Ja. Quarterback, ja, zweiter ein Cornerback, dritter ein Offensive Liner, vierter ein Running Back. Genau die vier Positionen haben die geholt. Ja. Ich finde den Offensive Liner nicht gut. Ja. Von, also aus meinen Grundeinschätzungen. Okay. Aber ich habe mir ein Interview angehört und die haben gesagt, die haben den aus einem ganz bestimmten Grund gewählt. Dann ist das so. Ein Cornerback, also die haben genau die vier Positionen geholt, die ich wollte. Die Spieler bewerten muss das Team. Aber ich bin grundsätzlich, ja, froh, weil die einfach jetzt nicht einfach so, ja, ah, komm, wir nehmen den mal. Ja, 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 weil viele lassen sich natürlich, ne, wenn sie dann dran sind zu picken, verleiten und weichen von ihrem Plan ab. Ja. Und nehmen dann, weiß ich nicht, einen super gehypten Spieler, der, weißt du, Hauptsache, damit sie den haben, so gefühlt. Ne? Ja. Das, Letztes Jahr die Cowboys hier, ja, mit dem Wide Receiver. Ja, mit, ja, ich weiß, wen du meinst. Ah, egal, du wolltest auf jeden Fall. Ich weiß, wen du meinst, ja, 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 genau. Und ich fand es wirklich, diesen Draft auch alles sehr diszipliniert. Also es gab jetzt keinen wirklichen Pick, der so vollkommen so alles. Ganz weg war, ja. So, so komplett, wo alle, wow, warum nehmen die den jetzt? Also eigentlich gefühlt war das nicht so eine krasse Überraschung bei. Es waren auch relativ wenig Trades so, so, ne? Sehr entspannter Draft. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Fand es super spannend. Ich freue mich auch selber, weil ich konnte das mehr mitverfolgen, weil ich mehr Ahnung hatte. Ja, ich hatte ja Nachtdienst. Ich konnte immer so ein bisschen gucken. Ja, du hast mir direkt geschrieben. Ja, ja, genau. Heute ist jetzt vierte Runde, glaube ich. Genau, heute 18 Uhr sind das vierte Runde dran. Bin ich mal gespannt. Haben die Vikings auch nochmal 1, 2, 3, 3 Picks. Schauen wir mal. Heute sind ja jetzt sämtliche Runden gehen ja heute jetzt durch. Ich glaube, der Rest geht heute durch, genau. Ich bin, ach genau, eine Sache noch, genau, wo ich so ein bisschen vielleicht überrascht war, dass Amon-Ra, St. Brown, noch nicht gedraftet wurde. Wurde ja, ach, wurde stimmt, ja eigentlich, wurde ja eigentlich für die zweite und dritte Runde so ein bisschen ja, angesiedelt. Jetzt ist die vierte. Das ist ganz doof, ich komme immer mit denen durcheinander. Welche Position spielt der? Receiver. Der ist Receiver, okay. Der ist auch Receiver. Ich glaube, alle sind Receiver, ne? Weiß ich nicht. Equinemius, Amon-Ra und dann, super, aber und dann gibt es noch einen dritten, Osiris oder wie heißt der? Meine ich irgendwie so. Der ist, also der ist noch nicht beim Draft, aber der wird bestimmt nächsten Jahre. Der war auch tatsächlich, habe ich irgendwo gelesen, der war auch ein bisschen angepisst, dass er noch nicht gepickt wurde. Weil der hat im College ordentlich abgeliefert. Also der hat schon. Der hat schon. Ja, aber die Position ist halt auch. Ja, mal schauen, wo der landen kann. Ich bin mal gespannt. Gucken wir mal. Würdest du dich freuen, wenn er zu den Vikings kommt? Nö, Receiver haben die Vikings eigentlich gewonnen. Ich verstehe gar nicht, warum der weg ist. Würdest du dich freuen? Nö. Nein, also ja, also ich würde jetzt nicht Nein sagen. Sag mal ganz ehrlich. Ich würde jetzt nicht Nein sagen, aber die 49ers könnten noch einen Wide Receiver gebrauchen. Ja, also der ist auf jeden Fall ein guter Athlet. Wo hat er denn gespielt? Warte, EQ war bei Notre Dame und er war, glaube ich, bei. Wo war er denn? Washington? Nein, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, bin ich mal gespannt, wo der landen wird. Irgendwie in Deutschen oder so haben wir nicht mehr irgendwo drin, ne? Irgendein Deutschen. Im Draft jetzt? Nee, ne? War nix. Nicht, dass ich wüsste, ne? War nix irgendwie.
Nee. Ach, was ich noch einmal noch so ein bisschen so zum Schluss erwähnen möchte. Es ist ja jetzt diese neue Football-Liga in Europa gegründet worden. Ich verfolge das auch so ein bisschen, ne, weil Coach Azuma da der Commissioner ist und so. Mhm. Und es sind jetzt auch einige Spieler, also was heißt einige, aber zwei Spieler spielen jetzt auch in der Liga mit, die wir vielleicht kennen. Kasim Edebali und David Bader. Mhm. Ich finde es richtig geil. Ich freue mich auch tatsächlich, wenn diese Liga startet, weil ich weiß gar nicht, was da auf mich zukommt. Also da sind einige frühere NFL-Spieler sind in Teams jetzt. Ja. Und es ist ja komplett europaweit. Du hast in Polen welche, du hast in Spanien welche, du hast in Deutschland natürlich einige, du hast hast du noch in England oder so hast du, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall werden immer mehr Teams. Ich freue mich da irgendwie voll drauf. Ich weiß auch nicht. Ich habe da auch Bock drauf. Ich habe immer noch das Gefühl, ich werde es halt zeitlich nicht packen. Nein, aber ich fände es halt zum Beispiel geil, wenn wir einfach mal zum Spiel angehen. Auf jeden Fall. Weißt du, in Köln ist Centurions Meet zum Beispiel. Meet and greet. Ja, in Köln gibt es Mannschaften. Frankfurt Galaxy ist jetzt auch Frankfurt. Aber Köln hat keine Mannschaften in der Euroleague, oder? Doch, ja? Centurions, ja. Spielt der David Bader. Spielt der Running Back. Na. Ja. Ja, auf jeden geil, Fall. Okay. Ja. Also, da freue ich mich drauf. Ah! Oh, da hat der Max sich aber auf die Lippe gebissen, oder? Auf die Zunge, ja. Auf die Zunge. Boah, kennt auch jeder, ne? Das ist so nach 10 Sekunden ist das wieder okay. Aber dieser Moment, wenn man da drauf ist. Ja, und vor allem, du musst ja weiterkauen, weil du noch was im Mund hast. Einfach nur Scheiße, ey. So. Amen. Das war richtig schön, endlich mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Ich finde, wir sind aber schon knackig durchgewuselt. Guck mal, das hat einfach sexy, ja. Hashtag einfach sexy, Baby. Hashtag. Ja, Leute, wie immer. Wenn ihr Bock habt, lasst ein Like da. Wenn ihr Bock habt, subscribt, was auch immer. Genau. Ihr wisst genau, wir machen das auch hauptsächlich für uns, aber wenn es euch freut, umso schöner. Wir machen das einfach, damit man sich regelmäßig trifft, quatscht. Einfach mal ohne Handy, genau. Genau. Das, ja. Lasst es euch wie immer wirklich, das kommt von Herzen, gut gehen. Ja, auf jeden Fall. Genießt jetzt auch die Sonne. Genau. Denkt dran, klar, Rona ist ein Spastkack-Boon, aber uns geht's echt nicht schlecht. Es könnte viel, viel schlimmer sein. Genau. Das Leben ist geil, Leute. Genau, habt noch Geduld. Wird besser werden. Ja. Auf jeden Fall. Ne? Und in dem Sinne, ey. Lasst es euch gut gehen. Lasst es euch gut gehen, ey. Genau. Und schönen Feiertag heute. Küsschen gehen raus. Ursa!